Technisch läuft heute alles wieder großartig. Ich freue mich. Doof. Ja, komm, jetzt kannst du noch aufs Klo gehen. Denn ich bin jetzt nur ganz kurz da, um euch zu erklären, wie mein Headset von meinem Ohr rutscht. Um euch zu erklären, was wir denn heute alles so vorhaben werden. Denn, ja. Das ist alles irgendwie ganz recht spontan in einer Nacht- und Nebel-Aktion entstanden. Ich weiß auch gar nicht, wie das dazu kam, aber wir haben uns spontan überlegt, dass wir einen Halloween-Marathon machen wollen. Und alleine schon deshalb, weil wir zu wenig 24-Stunden-Streams auf diesem Kanal machen, haben wir uns überlegt, so, ja, wir machen fast 24 Stunden. Also im Prinzip ist das jetzt, sind das jetzt die restlichen 13,5 Stunden, die wir beim ersten Mal nicht gemacht haben. Oder so ähnlich. Ja, was erwartet euch heute, werdet ihr euch fragen, liebe Freunde. Und wer es noch nicht bei Discord oder bei Twitter gesehen hat. Ich bin Nacht, keine Ahnung, wer Nebel ist. Eigentlich müsstest du Nebel sein, weil Nachtrache bestimmt auch irgendwann hier reinfällt. Oh, jetzt habe ich natürlich das Spiel schon auf Vollbild. Wo ist meine Textdatei? Ich habe mir nämlich aufgeschrieben in akribischer Kleinarbeit, was euch heute erwartet. Denn ich bin eigentlich der erste Programmpunkt. Und zwar gleich mit Dank an Romper, Trigger Happy Havoc. Das haben wir uns jetzt ja schon länger vorgenommen. Jetzt können wir eigentlich vom Klo wieder da, wo wir gerade nicht drüber reden. Das spielen wir dann so bis circa 14 Uhr. Also die Uhrzeiten, die wir drin haben, die sind nur so eine Art Richtwert. Müssen wir mal gerade gucken, wie es mit dem Übergang klappt. Aber der Plan wäre folgender. Erst bin ich jetzt hier dran mit Dank an Romper. Wieso lachst du? Achso. Danach seht ihr Tamara mit Alice Madness Returns. Um 14 Uhr, 17 Uhr haben wir dann den Vogel, der wagt sich an Resident Evil 7. Dann haben wir im Anschluss das Fröschlein, ja, der spielt Sachen, da hat er Spaß mit, ne? Also der 9 Stunden, 9 Personen, 9 Türen, 9, also 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, 9 Kermit. Also eigentlich doch Kermit, aber egal. Dann spielt Momo an der Stelle weiter, wo wir dann im 24-Stunden-Stream bei Until Dawn aufgehört haben. Und das Ganze war dadurch ab 23 Uhr. Und danach gucke ich mal, ob die Wii noch läuft. Und das habe ich tatsächlich nicht vorbereitet. Es gibt etwas, was ich nicht vorbereitet habe, und das ist das. Und ich habe ein bisschen Angst davor. Dann spielen wir ab 2 Uhr oder je nachdem, wann Momo fertig ist oder fertig werden will mit Until Dawn oder ob sie unterbricht oder keine Ahnung. Spielen wir so circa ab 2 Uhr spielen wir dann das Geisterspiel, was Miri nicht mag. Ja. und zwar Project Zero 2 bzw. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly, da bin ich dann wieder für euch da. Das heißt, der gruselige Start mit mir und das gruselige Ende mit mir. So, bevor ich jetzt weiterrede, das war so die kleine Einleitung. Ach ja, übrigens, es ist Halloween. Das heißt, Süßes sonst gibt Saures. Wenn ihr jetzt runterscrollt, das ist unter diesem Bild irgendwo, ja, da unten beim Twitch, da ist ein Panel. Das unterrichtet euch darüber, dass wenn ihr uns heute nichts Süßes gebt, dass wir euch auffressen. Und der Stefan, der hat noch nichts gegessen, der hat Hunger. Ja, ich habe auch Hunger, weil ich es in der ganzen Vorbereitung nicht geschafft habe, überhaupt irgendwas zu essen. Ja, Momo hat grundsätzlich Hunger. Ja, und der Kermit. Was ist los? Ich weiß auch nicht warum. Ja. Und weil ich dann sowieso einen Mitternachtssnack brauche, fresse ich euch auch um 2 Uhr auf. Also scrollt mal da runter. Und gibt uns was Süßes. So. An diesem Sinne starten wir jetzt dann gleich mit Danganronpa. Und zwar ganz kurzes Päuschen, damit ich das Ganze einstellen kann. 5 Minütchen. Ja, das war die Einleitung. Und dann starten wir mit dem Halloween-Marathon. Diesem Kanal, den wir liebevoll die Bagger-Crew nennen. Dann kann ich auch mein Headset nochmal richten. So, in diesem Sinne zeige ich euch jetzt mal was der Stefan, ja, das ist Teamwork, rausgesucht hat. Denn ihr werdet gleich atmosphärisch kurz in die Pause geleitet. So, danke an Nompa, stimmt. Das stimmt auch. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Nix lecker Frosch, der frisst euch auf. So, ganz kurz, 5 Minütchen, dann sind wir wieder da mit danke an Nompa. Ich hoffe, ihr bleibt da an diesem wunderschönen Halloween-Marathon. Ein Traum. So, jetzt aber einen schrecklichen guten Morgen, ihr alle.
Damit starten wir dann in so einen Halloween-Marathon. Ich mache erstmal so, damit ihr meine Augen seht. So. Weil das kommt nämlich gleich weg. Es kommt aber, Project Zero kommt aber erst ganz am Ende. Übrigens, hallo an alle, die sich jetzt eingefunden haben. Hallo, 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 hallo. Wir starten jetzt den Halloween-Marathon. Danke an Lompa und ich muss jetzt erstmal gerade gucken, ob wir den Ton jetzt haben. Ich habe den ausgestellt, weil der verdammt laut war. Und er ist auch immer noch verdammt laut. Holy crap. So. Gucken wir gleich mal. Also, wir spielen jetzt Danganronpa Trigger Happy Havoc. Das ist, soweit ich weiß, der erste Teil der Serie. Damals netterweise von Killion, Blame Killion, spendabuliert. Ja, und ich habe es irgendwann mal in einer Nacht- und Nebel-Aktion angefangen. Was leider dazu geführt hat. Es ist die Wii-Version von Project Zero 2. Hallo, in dem Sinne an Minchen. So, ja genau, Killion hat das spendabuliert, ich habe es in einer Nacht- und Nebel-Aktion, habe ich mir das Ganze dann auf Steam dann mal heruntergeladen und das Problem war, ich war die halbe Nacht damit zugegen, dieses Spiel zu spielen. Das Problem ist, richtig wirklich weit bin ich nicht gekommen, weil ich habe mich halt mit diesem ganzen Kram umgeguckt so ein bisschen. Und ja, bis mir dann so die Idee kam und auch ein Fröschlein gesagt hat, so Chris, da kannst du mal auf dem Stream spielen. Ja, so lange hat es gedauert. Jetzt können wir es machen. So, jetzt sehe ich auch Happy Halloween. Happy Halloween. So, ja stimmt, jetzt habe ich ja gar keinen Chat außer den da oben hier, ne? Ein Träumchen. So, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wo ist eigentlich? Wollen wir nicht drüber reden? Ach ja, da ist er. Dann mache ich mal diese lustige Hintergrundmusik aus, die wir ja heute sehr, sehr oft hören werden wahrscheinlich. So, dann gucken wir mal. Guck mal, Sound. Das ist unglaublich. Ich hoffe, der ist auch nicht zu laut jetzt, weil ich bin selbst erschrocken. Wop. Danke an Lompa. Sehr, sehr gut. Großartig, das funktioniert. Happy Halloween. Ja, ich bin sowas von mad gerade, Momo. Ich bin sowas von mad. Ja. Übrigens, ja, ich muss. Können wir ganz kurz bitte drüber reden, dass ich mich versucht habe, zumindest irgendwie ansatzweise anzupassen an das, was wir heute machen. Übrigens an das Visual. Ich weiß, es sind die falschen Farben, aber. Ich denke, Gekikara und Maisono waren auf jeden Fall Brüder. Schwestern meine ich natürlich. Brüder im Geiste, Schwestern im Herzen. So. Ich würde sagen, wir liegen dann los. Was Lautstärke technisch denn? Ich könnte jetzt Load Game drücken, dann seht ihr, wie weit ich war, aber das will ich nicht machen. Ich würde sagen, wir nehmen die japanische Sprachausgabe. So. Und, ich habe mir überlegt, ob ich es auf Kind lasse. Das Problem ist jetzt halt aber, ich weiß, ich darf Ausreden benutzen, solange ich noch dieses Handicap habe, was ich gerade mit den Haaren übrigens so ein bisschen versuche gleich zu kaschieren, damit ich Texte besser lesen kann. Und ja, habe mir überlegt, ich mache das Ganze auf Gentle, weil ich ja nicht weiß, wie lange ich mich rumschlagen muss mit diesem Problem. Ja? Daher hoffe, das ist okay für euch. Aber bei meinem ersten Playthrough habe ich es auf Kind gespielt. So. Ja, wie kann man Danganronpa erklären? Ich glaube, Danganronpa ist ein großartiges Phänomen, was man eigentlich nicht wirklich erklären muss. Aber wir kriegen es ja eh gleich erklärt. Deshalb nehme ich da nicht so viel weg. Aber ich darf euch Monokuma vorstellen. Ja, und wie es der Titel auch schon sagt, Mord ist mein Hobby und das ist auch Programm hier. Zumindest habe ich mir das sagen lassen, bis zu einem gewissen Punkt. Beste Story Game. Monokuma, das klar, Best Bunny, Mann. Das Lustige ist ja, ich habe es, glaube ich, mal in einem anderen Stream erzählt. Naja,
Im Prinzip lief das bei mir so. Ich habe das Spiel bis zu einem gewissen Punkt gespielt und habe dann gesehen, ah ja gut, gibt ein Anime dazu. Dann habe ich ein Anime geguckt, bis zu dem Punkt, wo ich war, weil ich mich ja nicht spoilern wollte. Ne? Also für alle, die den Film Battle Royale kennen an sich, ja, im Prinzip ist es so ähnlich. Ja, nur, naja. So, und ich hoffe, dass die Untertitel sind eigentlich gut lesbar. Das heißt, ich versuche jetzt nicht allzu schnell weiter zu drücken. Es geht auf jeden Fall um die das Hope-Klinikum. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder aus. Die Hope Peak Akademie, ja. Genau. Ach so, ja. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Der Kermit, ja, der hat heute einen ganz, 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 ganz bösen Zitterfinger. Ja, ich habe den nämlich instruiert, ja, bis zu dem Teil, den ich, also ab dem Teil, den ich nicht kenne, Spoiler rigoros aufzufressen, ja, und sie danach wieder zu keulen, ja. Return of Hope Klinikum, ja. Das ist jetzt halt die Hope Peak Akademie, ja. Und in der Hope Peak Akademie werden die besten Schüler aus der ganzen Welt, beziehungsweise der ganzen, des ganzen Landes zusammen gepfercht, um die Top-Elite in irgendeiner Form für irgendwas zu benutzen oder so. Ja. It was built to raise hope. So, es gibt zwei Dinge, die du brauchst, um dass du in diese Schule kommst, ja. So, und das Problem ist, der Knabe da, der kann gar nichts. Weil das Problem ist, ich kenn's halt wirklich nicht. Ich habe mich versucht, wirklich so gut es geht, nicht zu spoilern. Und das habe ich tatsächlich 7 Monate durchgezogen. Also, nun, so lange hat's gedauert, bis wir das Spiel jetzt endlich auf dem Stream spielen. So, also, wir sind Makoto Naegi. Naegi-kun, ne? Und, die stellen sich jetzt alle so ein bisschen vor. Was heißt alle? Erstmal er. Jetzt habe ich schon was vorweggenommen, es tut mir leid. Ja, also er ist ein durchschnittlicher Highschool-Student und, naja. Außen sowie innen. Ja. Ihn interessiert sich eigentlich weder für Noten, hat keine wirklichen speziellen Fähigkeiten und noch nicht mal irgendwie seine Personalität ist in irgendeiner Form irgendwie spannend. Er hat auch irgendwelche Hobbys, die sind auch nicht irgendwie von Belang. Ja, und wenn man ihn nach seinem Lieblingssong oder seinem Lieblingsfilm oder so fragt, dann, naja, das, was halt gerade irgendwie aktuell ist. Also selbst bei den Durchschnittsmenschen ist er irgendwie der komplette Durchschnitt. Also er ist noch nicht mal irgendwie unser alltäglicher Held. Und das ist halt, wie er ist, ne? Ja. So. Er als ordinärer Mensch. Nun. Was will der jetzt auf so einer Elite-Uni oder Elite-Akademie? Ich nenne sie jetzt einfach mal Elite, weil es ist ja eigentlich immer Ultimate. Ich würde jetzt einfach mal sagen Elite, ja? Wenn das okay ist mit euch. So, also er ist ziemlich ordinär. Und jetzt, naja, steht er vor der Hope's Peak Academy. Ja. Die Frage ist, wie kommt er da durch? Er als ordinäre Person zwischen diesen ganzen Elite-Leuten. Also ich versuche die Key Facts immer so ein bisschen zusammenzufassen. Ich hoffe, es ist okay, weil der Rest könnt ihr ja so ein bisschen mitlesen, ne? So. Ja, also im Prinzip lädt die Uni oder diese Akademie nur die Leute ein, die halt praktisch absolute Elite in ihrem Feld sind, ne? Und es gibt halt ziemlich viele Threads online, die halt über die Leute reden, die da so zur Akademie gehen.
Und ja, da gibt es anscheinend den ein oder anderen Thread, der über diese ganzen ultimativen Schüler reden. Zum Beispiel die ultimative Pop-Sensation. Natürlich das Center-Mädchen vorne. Ist der Elite-Durchschnitt. Naja, so ähnlich, ne? Dann gibt's noch den ultimativen Baseball-Star. Huch! War das, ich kann es nicht lesen von hier. Dark Fluppy, herzlichen Dank. Du bist so dunkel, dass du heute an Halloween nur mehr als willkommen bist bei uns. Herzlich willkommen! Ja, und dann gibt's noch die ultimative Fashionista. Übrigens sehr vercosplayed. Oft vercosplayed, dieser Charakter. Ja, dann haben wir noch unseren ultimativen Biker-Gang-Leader. Der so ein bisschen aussieht, als käme er direkt von Kishidan selbst. One Night Carnibadu. Also eigentlich mein Homie jetzt, ne? Weil, ich bin ja auch ein Yankee. Also gerade. Was ist denn eigentlich die weibliche Form von Yankee? Machen wir da einfach auch Yankeuse draus? Ich wäre der ultimative faule Sack. wie wär's, wenn wir heute den ultimativen Bagger küren? Das wäre doch toll. Ja, dann gibt's noch andere. Der ultimative Swimming Pro, der ultimative Programmierer und so weiter und so fort. So, und er hat realisiert, was für ein Luschi er eigentlich ist. Ja, über einige Leute, die da zur Akademie gehen, ist halt natürlich noch nichts bekannt. Tut mir übrigens tatsächlich wirklich leid, wenn ich irgendwas im Chat nicht sehen sollte, weil ich gucke da nur so halb hoch dann immer. Und ich habe ja momentan noch ein eingeschränktes Auge, ne? So. Ich hoffe im Übrigen, der Ton ist recht okay. Mein Mikrofon sich, glaube ich, gerade mit meinen Haaren liebt. So. Er fragt sich halt zu Recht, gibt es da auch noch andere durchschnittliche Menschen, die kein Talent oder irgendwas haben? Ich meine, das wäre ja ganz praktisch für ihn eigentlich. Und passt. Geil. Okay. So, es gibt da noch ein größeres Problem. Wie schafft es ein so unglaublich durchschnittlicher Schüler wie er auf diese ultimative Highschool? Also es muss schon einen Grund geben. Ja, also er hat ja einen Brief bekommen, dass er da hin darf. Oh, das steht sogar in Englisch da. Ah, er liest sogar vor. Ja. Er hat mal seine Lotterie gemacht, um einen ganz ordinären Studenten an die Schule zu holen. Ja, und er wurde als der ultimative Lucky Student praktisch gewählt. Und ja. Ja, er hat es halt mit purem Glück geschafft. Die Frage ist, war das wirklich Glück? So. Ja, also eigentlich hätte er es am liebsten abgelehnt. Aber ja. Dort halt eben den Abschluss zu machen, ist halt eine Garantie für Erfolg, ne? So, und jetzt steht er vor der Schule. Fühlt sich ziemlich verloren. Als würde er da einfach nicht hingehören. So, und da er jetzt nicht Ewigkeiten vor dem Tor stehen kann, würde ich jetzt auch sowieso sagen, gehen wir da mal rein, ne? Genau, also um 8 Uhr... ist in der Haupthalle ein Meeting für alle Neuankömmlinge. Ja, jetzt geh halt endlich rein. Na je. So, ab geht's in die Haupthalle. So, das ist also der Ort, wo wir uns alle treffen, ne? Oh, diese elegante Uhr in der Ecke. Die zeigt 7.10 Uhr. Ja, also haben wir noch 50 Minuten, bis das Meeting losgeht. Was schon interessant, dass hier keiner sonst ist.
Ja, könnt ihr ein bisschen in der Schule rumwandern. Ich meine, er ist jetzt ja Student da. Oder Schüler. Zumindest könnt ihr damit ein bisschen Zeit totschlagen. Ja, der erste Schritt zu einem neuen Leben. Oder so. Ui. Ja. So in etwa sehe ich die Welt gerade auch mit auf dem rechten Auge. Naja, nicht ganz so extrem, aber okay. Ja, was war passiert? Fragt sich Uta F. aus Düsseldorf. Ja, im nächsten Moment. Und alles schwarz. Und so hat alles begonnen. Ja, das Leben, das er kannte, endete. Das ist der Punkt, wo er realisierte, dass er eben nicht das ultimative Glück hatte. Und das ganze Spiel steht natürlich unter dem Motto Ultimate Despair. Prolog. Ja, ich würde sagen, den Checkpoint, den könnten wir ja mal saven, ne? Dup, 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 dup. Das seht ihr alles nicht, das seht ihr alles nicht, das seht ihr alles nicht, das seht ihr alles nicht. So. Schneide ich raus hinterher. Ja, na Iggy. Was ich sehr interessant finde, ist im Übrigen auch der Zeichenstil des ganzen Spiels eigentlich. Sowohl von den Artworks an sich in den Panels, als auch tatsächlich die Zwischensequenzen. Das ist sehr, sehr gewöhnlich. Aus unseren Hirnen. Ja, genau das. Ich habe ja vorhin angedroht, dass wenn wir nichts Süßes kriegen, dass wir nicht nur Menschen aufessen, sondern auch das Hirn genüsslich durch die Ohrlappen raussaugen. Mein Körper fühlt sich so schwer an. Auf jeden Fall kein Klassenraum, in dem ich vorher schon war. Was zur Hölle geht hier vor? Und auch das finde ich sehr, sehr cool, dieser Szenenaufbau. Ja, willkommen in der Hope-Akademie. Ich nenne sie jetzt auch einfach die Hope-Akademie wegen dem Hope-Klinikum. Das versteht ihr auch irgendwann, wenn ich mal alte Aufnahmen rausgrabe. So, also, Basic Controls. Mit dem leften Stick. Gott, es geht jetzt schon los. Mit dem linken Analog-Stick kann ich zählen. So, und dann interagiere ich mit dem A-Button, was bei mir der X-Button ist. Und presto, dann untersuchst du das Objekt. Die D-Pads. Das ist ein Viewpoint, okay. Okay, mach ich. So. Damit aime ich. Ja, was ist denn jetzt? Drücke, das... Ach so. Ja, so viel zum D-Pad, ne? Also, so geht das. Kann ich eigentlich auch die Maus währenddessen benutzen? Ah ja, okay. Das ist ja ganz praktisch. Gut, also hier geht's anscheinend nicht nach oben und nicht nach unten. Ah doch, mit dem rechten Analogstick. Ja, das sagt mir jetzt aber auch keiner, ne? Gut, ich glaube, das Spiel rechnet nicht, wenn ich ein PS3-Pad, PS4-Pad angeschlossen habe. So, gucken wir uns ja mal um, ne? Wir können mit Objekten interagieren, wie wir sehen können. Aha, Kameras, Uhr, Monitor, Tische, Tür. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was hier liegt, oder? Gucken wir uns erstmal die Fenster an. Hölle. In diesem normalen Klassenraum. Das sollten eigentlich Fenster sein. Aber irgendwie sieht es so aus, als wären da Metallplatten davor geschraubt. Und dann kann Europa lieb ich meine Hope und Despair. Ja, Hope. Hope. Jimmy Hope, Johanna. Ja, es ist definitiv Metall. Dick und ziemlich solide. Eigentlich ist das nicht, was interessiert. Warum sind da eigentlich Metallplatten vor den Fenstern? Was haben wir hier noch? Kameras. Das ist eine Überwachungskamera? Das ist nicht eine gefährliche Welt, in der wir leben. Naja,
glaube, die müssen nur aufpassen, dass keine komischen Typen hier reinlaufen, wa? Haben wir noch? Uhr. Wow. Das ist schon 8. Bin kurz nach 7 hierher gekommen. Also, muss es schon eine Stunde her sein. Zwei Orte weiter gibt es einen Ort, der Hope heißt. Kannst du davon mal zufälligerweise, wenn du in der Nähe bist, vom Ortsschild ein Foto machen? Mit so einem Daumen hoch? Das wäre ja ganz cool. So. Sagen wir noch, ja, ich heb mir den Brief tatsächlich bis zum Schluss auf. Das ist ein Fernseher. Naja. Schule ist von der Regierung finanziert, also warum sollten hier keine Fernseher sein? Aber irgendwie da was anders. Ich weiß nur nicht, was es ist. Geht zur Tür, können wir mal drauf. Dann gucken wir uns den Brief an. Was das ist, diese Zettel. Das ist der Tisch, an dem ich eingeschlafen bin. Ich sehe immer noch meine Sabber. Ah, immer da später sauer. Würde ich mir aber dämlich vorkommen. Ja, genau das ist das Ziel daran. Was ist da auf meinem Tisch? Next Semester. Auto Start. The next semester is about to start. Starting today, school will be your entire world. Also von heute an ist diese Schule eure ganze Welt. Muss irgendwie eine ziemlich kranke Art eines Scherzes sein. Okay, also, fassen wir zusammen, was passiert sein könnte. Ich habe mich irgendwo verletzt, bin umgekippt und irgendwer hat mich hierher gebracht. Wenn das wahr ist, bedeutet das, dass dieser Klassenraum in der Oberakademie ist. Und wenn das wahr ist, wirft das noch mehr Fragen auf. Das ist alles irgendwie ziemlich komisch. Ich meine, diese Metallplatten, ja, die Fenster verdecken, ist das irgendwie so eine Art Gefängnis oder so? Ich meine, nichts davon macht Sinn. Ich glaube, ich sollte zurück in die Haupthalle gehen. Ist das schon nach der Meetingzeit? Vielleicht sind die anderen Schüler auch noch da. Wir kennen Leaf, wir können mal pressen, B-Button. So, was ist eine B-Button? Der Verwandt mit dem B-Buddy? B-Button? B-Button? Leaf this area, okay. Yes. Nike ist sowieso eine Weichbirne. Der könnte sich nicht mal einen Kopf anschlagen, ohne dass er eine Delle drin hat. Wow. Der Gang sieht auch ziemlich komisch aus. Irgendwie wird alles komischer mit jeder Sekunde. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Naja, ich gehe einfach mal in die Haupthalle. Mit dem linken Stick können wir uns durch die Halle manövrieren und mit B können wir rennen. Ah ja. Y-Button to bring up the map. Okay. Y-Button to close the map. Oh, convenient. Das ist der Y-Button, das ist der Y-Button. So, die Haupthalle, würde ich sagen, ist... Ja, wo ist denn die Haupthalle? Ich würde sagen, die ist da vorne, ne? Oh, erstmal an diese Pad-Steuerung gewöhnen. Ich habe das ja vorher mit der Tastatur gespielt. Ah, interessant. Dann, was ist die Haupthalle? So. Nachdem ich zurück in die Haupthalle kam, war schon jeder da. So, wenn ich euch vorstellen darf, die Charaktere aus Danganronpa, Trigger Happy Havoc. Und die kriegen wir jetzt alle einzeln vorgestellt. Oh hey, noch jemand Neues. Ja, dann seid ihr Lucian, ja, anscheinend. Ja, wir sind auch neu hier. So, macht uns zu 15. Gut. Vor mir stehen also diese ultimativen Studenten. Oder ultimativen Schüler. Die handverlesen von der Schule sind. Ja. Ich habe mir die ganzen mal angeguckt. Ein Gesicht nach dem anderen. Irgendwie konnte ich so eine Aura spüren, die von jedem von ihnen ausgeht. So. Das ist also die Haupthalle, die sehr interessant aussieht. Wenn unser Schuleingang so ausgesehen hätte, hätte ich wohl geguckt, dass ich ganz schnell irgendwie den Hausmeister frage, ob er den Schlüssel parat hat. So. Ja, guten Tag. Mein Name ist Marco Donaghi.
Sorry, dass ich ein bisschen zu spät bin. Das ist ziemlich komisches Zeug passiert und überhaupt irgendwie war ich am Schlafen. Hä? Ah, du auch. Hm. Irgendwie wird alles kurioser und kurioser. Mhm. Und komisch. Eine sehr, sehr, sehr interessante Situation. Wie redest du eigentlich? Eigentlich habe ich keine Idee, was hier abgeht. Einen Moment. Das ist eine Sache, über die wir reden müssen. Ja, das ist so ein bisschen so der Regeltyp, ne? Dass wir an unserem ersten Tag zu spät sind, das ist, darf man gar nicht aussprechen. Ja, mal gucken, wer Punishment kriegt später. Das ist ein Problem, Mann. Es ist nicht so, als wollte er zu spät sein. Genau, jetzt beruhigt euch alle mal. So. Warum gehen wir jetzt nicht alle rum und stellen uns erstmal vor? Hölle. Als hätten wir Zeit für irgendwelche, als irgendwelche Vorstellungen. Ja. Aber wäre ja ganz gut, wenn wir mal rausfinden, wer wir alle sind, bevor wir uns in andere Probleme schmeißen. Genau, und außerdem, wie sollen wir miteinander reden, wenn wir noch nicht mal den ganzen Namen von uns kennen? Das ist ein valider Punkt. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir mal die Vorstellung aus dem Weg und dann können wir gucken, was wir sonst machen. Klingt gut. Irgendwie komme ich mir total verloren vor, aber ich würde sagen, mein Fokus sollte darauf liegen, uns erstmal kennenzulernen. Ja. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die ich in irgendeiner Form gerade habe. Ich habe mir zwar alle angeguckt in dem Hope Academy Thread online, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wer die Leute sind. Also, Zeit, das rauszufinden. So. Fangen wir mal mit den fünf an. Each conversation important to overall stories. Keep track of how they go. Oh, geil. Ja. Das Spiel sagt einem auch sogar, hör genau zu. Das wird auch später sehr, sehr wichtig. Ja, mit wem fangen wir denn an? Hier nehmen wir doch Kiyotaka. Fangen wir doch mit dem an. Jo, ich bin Kiyotaka Ishimaru. Die Frage ist, soll ich jetzt echt die ganzen Vorstellungen übersetzen? Oder soll ich einfach nur sagen, wer er ist? Ja, also er ist der ultimative Moralkompass. Also was ich im Thread über ihn gelesen habe. Er ist an der Privatschule gegangen, hat viele Auszeichnungen jedes Tag, hat jedes Jahr viele Auszeichnungen bekommen. Ist ein absoluter Ehrenstudent, Ehrenschüler. Er ist auch dafür bekannt, dass er bei der Gemeinde, beim öffentlichen Moralkomitee arbeitet. Er respektiert Regeln über alles. Und das hat ihm den Titel ultimativer Moralkompass eingebracht. War ich früher auch. Was so ein Regelschisser, Kermit. Es ist ja nicht falsch dran, ja. Irgendwie der Typ ziemlich nervig. So, dann haben wir hier Toko Fukuhama. Es ist nicht so, dass du dir eh meinen Namen merken kannst, aber ich bin Toko. Toko Fukawa. Gut, dass mir gerade das Vokabel für Prodigy entfallen ist. Der Typ ist nervig, sagt Mr. Durchschnitt. Genau das ist der Punkt. Ja. Sie hat ein Novel geschrieben, als sie 10 war und ja, irgendwie hat das ihre literarische Karriere gestartet. Vor 2 Jahren hat sie So Long as the Ocean, eine Liebesgeschichte, als ihr Meisterstück released. Das Buch war so ein Hit bei Frauen, dass Fischer in die Tops der Hottest Man Alive in irgendeiner Form hochgerutscht sind. Ja, trotz ihres Alters hat sie zahlreiche Literarpreise gewonnen und alle ihre Bücher waren Bestseller.
Das ist auch der Grund, warum sie den Titel Ultimative Writing Prodigy erhalten hat. Ich weiß immer noch nicht, was Prodigy heißt. Oh, scheiße. Ich habe einen Ruf zu verlieren als der Mensch auf diesem Kanal, der des Englischen sehr, sehr gut mächtig ist. Moment. Wenn ich mich so gut anstelle jetzt, dann werde ich ja heute nicht zum ultimativen Backer gewählt. Das geht gar nicht. Ja. Ja. Was, wie auch sonst, sollte man so eine junge talentierte Autorin nennen? Ich habe eher gedacht, dass sie der Lovey-Dovey-Type wäre. Aber irgendwie... Es ist nicht nett, mich anzustarren, weißt du? Ja. Ach, Wunderkind oder Ausnahmetalent. Dankeschön. Es ist nicht so, dass ich dieses Wort immer sehr, sehr geläufig habe. Deshalb. Dankeschön. Wird noch ein paar Mal kommen, also haltet schon mal eure langen Scheiß bereit. Ja, sie ist irgendwie so ziemlich... Naja, wie soll man es denn sagen? Aufgescheucht? Chauvinistisch? Weiß es nicht. Ja, also damit hat selbst Naegi nicht gerechnet. Ich heb mir natürlich die wichtigste Person zum Schluss auf, ja. Das da ist Hifumi Yamada. Kannst mich aber auch bei meinem Nickname nennen. Das Alpha und das Omega. Wenn es dir nichts ausmacht. Aber wir mögen Twin-Tail-Mädchen mit Brille. Ja, schon. Das ist der ultimative Fanfic-Schreiber, ja. Nur so nebenbei. Wie viel weißt du über die Welt der 2D-Kunst? Die Welt der 2D? Naja, das ist die Welt. Das ist die Welt, in der ich als ultimativer Fanfic-Creator bekannt wurde. Und geschätzt bin. Ich habe mal 10.000 Kopien von einem meiner Fan-Comics, ich glaube, Doujinshi sind gemeint, an einem Schulfestival verkauft. Ja, ja. Dieses Ereignis. Eine Legende. Natürlich haben einige davon es nicht bekommen. Naja, 10.000 Kopien zu verkaufen, das ist ziemlich erfolgreich. Ja, aber die Wörter dieser Idioten bedeuten mir nichts. Ich meine, ich bin wie Van Gogh. Bin einfach nur underappreciated. Underappreciated. Komm. Verdammt. Ich bin ein Krieger, der jede Nacht und jeden Tag unterschätzt. Dankeschön. Oh. Appreciated. To schätze something. Jetzt habe ich gar nicht zu Ende gelesen, verdammt. Wenn du dir meine Arbeit anguckst, Mr. Naegi, dann wirst du die Großartigkeit sofort verstehen. Meine Arbeit ist gefüllt mit den tiefsten Bedeutungen. Welchen Bedeutungen? Oh Gott. Sofort Embracing Home. Es ist Urges. Ah nein, halt! Ja, ihr wisst schon, stand da. Ich weiß gar nicht, ob ich das verstehen will. So. Leon! Jo, ich bin's, Leon Kurada. Was geht? Der ultimative Baseballstar, Leon Kurada. Ich glaube, die ersten 3 Stunden sind einfach nur Vorstellung. Oh Gott. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Er hat für die National High School Champs als deren Cleanup-Hitter gespielt. Der ultimative Baseballstar. Welch athletisches Wesen.
Würde ich jetzt einfach mal sagen. Du, ernsthaft? Wieso? Was falsch dran? Nee, ich bin einfach nur überrascht. Naja, dass du der ultimative Baseballstar und so bist. Hat dir irgendwie so ein Typ vorgestellt mit rasiertem Kopf? Rasierten Kopf? Naja, ich habe mir vorgestellt, dass du mehr so, ja, so ein sportlich traditioneller Baseball-Typ bist. Ich meine, als ich diesen Artikel mit dem Bild von dir gefunden habe, das ist, wie du da aussahst. Ach, du hast ein Bild gefunden, auf dem ich Baseball spiele? Echt? Also dieses Bild. Das ist irgendwie ziemlich uncool. Also, ist total uncool. Ich meine, ernsthaft, das ist einfach mega peinlich gerade. Okay, na gut, ich hatte keine Wahl, okay? Also, naja, den Kopf zu rasieren, das ist Teil der Meisterschaftsregeln. Naja, und jetzt, naja, freue ich mich dagegen, meine Haare zu schneiden. Und außerdem färbe ich sie auch nicht zurück. Kann ich ehrlich mit dir sein? Eigentlich mag ich kein Baseball. Ich meine, ich bin niemals zum Training gegangen. Was, er ist niemals trainieren gegangen? Und er war der Starplayer des Teams. Das ist irgendwie, nun, ein Ausnahmetalent. Ich habe ja gerade Ausnahmetalent gelernt. Das nennt man wohl Ausnahmetalent. Oh ja. Das nennt man verdammt, verdammt gute Gene auch, ja. So. Ja, nachdem ich hier angenommen wurde, habe ich Baseball zur Seite geworfen. So, ich habe jetzt meinen eigenen Traum für die Zukunft. Ein Traum für die Zukunft? Naja, mein Lebensweg bringt mich in die Musik. Fühlst du diese Star-Aura, die ich habe, nicht wahr? Ich möchte ein Sänger werden. Naja, und alles, was ich brauche, ist ein Songwriter und jemand an der Gitarre. Dann sind wir bereit. Könnte sich mit dem Mädel links nebenan zusammentun. Diese neue Version von mir, die nach einem Traum ächzt. Das ist einfach so super cool, Mann. Kann ich glauben, was ich da höre. Ich habe mir nie vorgestellt, ich würde sowas jemals von einem Baseball-All-Star hören. So, dann haben wir noch Sayaka Maizono. Wir sind in dieser Fünfergruppe. Hallo, ich bin Sayaka Maizono. Diese typischen Sätze. Die ultimative Pop-Sensation, Sayaka Maizono. Nun, ich glaube, diesen Satz lasse ich mal so für sich stehen, ja. Sayaka Maizono. Ich habe ihren Namen in dem Thread online gesehen. Und ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht. Sie ist in einer Popgruppe, die im ganzen Land bekannt ist. Und sie ist auch noch deren Leadsänger. Sängerin. Als die ultimative Pop-Sensation. Als die ultimative Pop-Sensation ist sie sehr hoch nachgefragt, in TV und Magazinen zu erscheinen. Aber eigentlich ist das nicht der einzige Grund, warum ich so überrascht war, rauszufinden, dass sie auf diese Schule geht. Ich bin sicher, dass sie sich nicht erinnert, aber... Es ist egal, wie man sich's betrachtet. Sie ist einfach absolut hübsch. Was? Wie ein Püppchen. Ich bin kein Püppchen. Ich lebe. Moment. Hast du mich gehört? Espadaka. Quatsch. War nur gute Intuition. Ich schaff's ja nicht. Könnte es übrigens sein, dass... was? Bin mir ziemlich sicher. Hey Makut. Wie lange wollt ihr noch unsere Zeit verschwenden? Oh, sorry, ich habe mich dahin gehen lassen.
Ja, Self-Introductions sind für Introducing Yourself, ja. Okay. Sorry, Marco. Wir reden darüber später. Klang so, als hätte Sayaka wirklich etwas, über das sie reden wollte. Es ist nicht so, dass wir uns nicht wiedersehen, aber na, wir können ja uns ja später darüber unterhalten. So! Nun reden wir mit den anderen fünf Personen. Ich halte mich damit eine Stunde auf, wirklich. So. Ja, die Frauenquote ist jetzt sehr hoch. Dann, hier. Fangen wir mit ihm an. Das ist Mondo Owa da. Ultimative Biker Gang Leader Mondo Owa da. Mondo Owa da, das bedeutet, er ist der aktuelle Leader der größten Biker Gang in ganz Japan. Er hat sich seinen Respekt verdient von jeder Gang im ganzen Land. Ist der ultimative Biker Gang Leader. Jo. Schön, dich kennenzulernen. Ultroka mit 7. Das triggert mich ein bisschen. Ich habe gerade versucht, mir dich auf so eine Harley vorzustellen. Ich empfinde Angst und Freude zugleich, Tim. Sollte wirklich aufpassen in seiner Nähe. Ein falsches Wort und es könnte sein, dass ich auf dem Boden des Meeres lande. Kannst du das Bild nicht sehen? Nee. Ist das ein GIF oder was? Weil GIFs habe ich aus im Chat. Wenn nicht, ist nicht schlimm. So, wer denn als nächstes? Ja, komm, wir machen. Wir machen von rechts an nichts. Ich bin Junko Inoshima. Ganz verehrt. Die ultimative Fashionista. Ein Emote halt. Ja, dann zeigt das Chatty nicht an, leider. Tut mir leid. Naja, jeder würde sie wohl erkennen. Ja, sie hat mehr Charme und mehr Präsenz als jedes andere Highschool-Mädchen im ganzen Land. Sie ist die ultimative Fashionista. Ich habe sie auf ziemlich vielen Magazincover gesehen. Ja, aber irgendwie... Ja, irgendwie stimmt das nicht so ganz mit der Realität überein. Ha? Redest du über meine Coverfotos? Na, ist doch logisch, die sind alle total gefotoshoppt. Photoshopped? Ja, ja, du weißt schon, die sind einmal zur Hölle und zurück editiert. Naja, mit Computern und so. Ich weiß schon. Also sind die gar nicht wirklich real. Jetzt tu nicht so überrascht. Macht mich ganz depressiv. Es ist total normal heutzutage, den ganzen Kram auf Coverfotos zu photoshoppen. Ja. Wenn dich das schon überrascht, dann würdest du total weggeweht sein von einer kleinen Diva hier. Ja, die machen die Augen höhen groß und super, ja, super groß. Ja, und die Haut und bla, wie Keramik und Porzellan. Oh. So many dreams are getting crushed today. So viele Träume gehen heute in Rauch auf. Dann unterhalten wir uns mal mit Kirigiri. Yoko Kirigiri. Hätte ich dann deinen Namen fragen? Mein Name ist Kyoko Kirigiri. Ultimative Fragezeichen. Die ultimativen drei Fragezeichen. Jeder kennt sie. Hatte damals Hörspiele von den drei Fragezeichen? Auch wenn ich immer die Freunde mehr mochte. Und TKKG. Ist ziemlich kurz stille Wasser sind tief. So. Ja, irgendwie ist ihr Name in diesem Hope Peak Academy Thread gar nicht aufgetaucht.
Ja, und irgendwie habe ich gesehen, dass es Schüler geben sollte wie mich. Also, so welche, die keine reale Identität oder wirkliche Präsenz haben. Könnte dieses Mädchen eine von ihnen sein? So. Was machst du an dieser Schule? Was soll das heißen? Naja, ich meine, wenn du hierher eingeladen wurdest, musst du ja auch eine ultimative irgendwas sein, richtig? So, was für ein ultimatives irgendwas bist du? Warum sollte ich dir das sagen? Ha? Naja, ich denke, musst du ihn eigentlich nicht. Nö, ich muss es dir auch nicht sagen, also sage ich dir auch nicht. Da nichts über sie irgendwie online aufgetaucht ist, dachte ich, vielleicht wurde sie ausgewählt wie ich, aber... Ihr Gesicht ist wie eine Eisenmaske. Wenn sie mir nichts sagen will, ja, dann macht es auch keinen Sinn, danach zu fragen. So, dann haben wir Chihiro Fujisaki. Ja, aber schön, dich kennenzulernen. Ich bin Chihiro Fujisaki. Die ultimative Programmiererin. Ja, sorry, also ich werde immer ganz schüchtern, wenn ich mich vorstellen muss, also... Ich hoffe, wir kommen trotzdem miteinander klar. Ja, Dito. Bin ich kennenzulernen. Vielleicht ist es nur in meiner Vorstellung, aber haben wir uns schon mal vorher getroffen? Ich glaube eigentlich nicht. Wir haben uns zum ersten Mal hier getroffen. Oh, hier. Ja, dafür musst du dich doch nicht entschuldigen. Oh, ja. Hiro Fujisaki. Bekannt als Cutting. Was? Cutting Edge? Ja, sie ist die ultimative Programmierer. Team mit Little Bunny Type. Ja, weil sie so ein verschüchterndes kleines Häschen ist, ja, hat sie eine Legion an Fans gewonnen. Also, hör zu. Tut mir echt leid. Du entschuldigst du dich jetzt? Naja, weil du verärgert aussiehst. Du musst ziemlich böse auf mich sein. Ich schon! Find sie auch süß. Nee, ich war nur Gedanken verloren. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich dachte schon, du magst mich nicht. Na dann, alles okay. Ich verstehe endlich, warum ihre Fans so auf sie abgehen. Sonst noch wer? Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Nein. Hey, ja, ich bin auch Asahina. Aber meine Freunde nennen mich einfach nur Hina. Was geht ab? Der ultimative Schwimmpro. Oi, Asahina. Sie hat sämtliche Rekorde gebrochen, seit sie in der Grundschule, seit der Grundschule. Sie wurde als kommende olympische Kadett ausgewählt. Ist ohne Zweifel der ultimative Schwimming-Pro. I like Hina. Ja. Jetzt kommt's hier wieder raus. Huch, jetzt habe ich den Text weggeklickt. So, wie war dein Name nochmal? Ich hab's total vergessen. Makoto Naegi. Ah ja, stimmt. Klang, als wäre es sowas wie das. Naja, es ist nicht irgendwie so, sondern es ist. Ja, hab schon verstanden. Ich werde es mir in mein Gehirn drücken. Makoto Naegi, Makoto Naegi. Sie wiederholt meinen Namen einfach ins Endlose. Und bewegt ihren Finger auf ihre Handfläche, als würde sie irgendwas schreiben. Was machst du da? Weißt du nicht, wenn du den Namen von jemandem merken willst, dann schreibst du es auf deine Handfläche dreimal. Das habe ich noch nie vorher gehört. Wie schreibst du eigentlich deinen Nachnamen? Du schreibst es genauso, wie er sich hört, wie er sich anhört. Es ist im Übrigen für alle, die das nicht wissen, ja, die Kanji-Namen, die werden ja immer nach Bedeutung anders geschrieben.
Und ich kann mir halt nur vorstellen, dass diese Frage halt ursprünglich auch nach dem Kanji war und die das halt im Englischen dann halt irgendwie rumgeworfen haben. Aber okay. Weil deshalb macht auch dieser Satz jetzt keinen Sinn, ne? Naja, ich schreibe es mir dann später auf. Naja, war schön, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Ja, irgendwie ist sie ziemlich easygoing, wie Gronkh sagen würde. Und sie strotzt voll Energie. Typische sportliche Matschbirne, ja. Schwimmbacker. Oh. Ja, dann haben wir nur noch die vier jetzt. Dann machen wir jetzt hier von links nach rechts. Ich bin Sakura Ogami. Ultimative Martial Artist. Wow. Ich war kurz davor, sie zu fragen, ob sie eigentlich ein Typ ist. Ja, der Tag, an dem ich aus Versehen sowas rausposaune, werde ich wohl zu einem menschlichen Fleischball. Aber jetzt weiß ich, ja, jetzt weiß ich es wieder. Sie hat in verschiedenen Martial Artist Turnieren in Amerika teilgenommen und gewonnen. Obwohl sie ein Mädchen war. Sie ist also die ultimative Martial Artistin. Kampfsportlerin. So, jetzt. Sie hat in über 400 Matchen gewonnen und nicht eines verloren. Sie hat in über 400 Matches gewonnen und nicht eins verloren. Ja, macht ja dann Sinn, Chris. Im Thread stand noch ein bisschen mehr über sie. Man nennt sie den Oger. Oger. Der singende Tiger. Manche denken, sie ist ziemlich, naja, das ist eine Verwandte der Primaten. Irgend so eine versteckte Verbindung. Für jeden Studenten, der an die Hope Peak geht, lasst mich eine Warnung aussprechen. Wenn dir dein Leben lieb ist, geh ihr aus dem Weg. Wenn ich jetzt so vor ihr stehe. Ich glaube, die haben nicht übertrieben. Hey. Ja. Ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ohne dass ich es wirklich wollte. Muskelqualität und Quantität. Ja, ein ziemlich ordinärer Highschool-Student. Wie schade. Du bist nicht gut genug, um mein Trainingspartner zu werden. Oh, wie schade. So, dann haben wir noch den Bub hier. Ah, ich schon wieder sehen. Byakuya Togami. Ja. Könnt mir das bitte mal jemand übersetzen? Weiß es nicht, für mich ist er einfach ein Vollidiot. Der ultimative Vollidiot, okay? Nice to meet you. Über diese ganzen halbgaren Vorstellungen. Ja, das ist eine der halbgarsten Vorstellungen, die ich je gehört habe. Byakuya ist cool, Seth. Der ultimative reiche Sack. Okay. Geht mir damit. Byakuya ist cool. Okay. Das Tolle ist jetzt ja eigentlich bei dem Spiel, es kann so viele gespaltene Meinungen geben. Das ist so toll. Ja, unter allen ultimativen Schülern ist der wohl am speziellsten. Byakuya Togami. Er ist der... Ich weiß, wofür dieses Nachkomme. Genau. Der Nachkomme. Ah, ja. Ultimative reiche Nachkomme. Ja, hat schon angefangen, irgendwelche Business-Sachen zu managen und ja. So Zeug halt. Es ist die Definition von exzeptionell. Ja, das ist alles, was ich irgendwie über ihn gelernt habe in diesem Peak Academy Thread. Sind wir bald fertig jetzt mit der Vorstellung? Wie lange willst du hier noch rumstehen? Hau endlich ab.
werde noch krank, wenn ich weiter angucke. Seine Aura sagt zu mir, du und ich werden niemals auf demselben Level stehen. Mhm, wie ein König in Training. So, dann haben wir den Knaben hier. Yasuhiro Hagakure. Na, Hiro. In kurz, ja. Take it easy, man. Was ist ein Clairvoyant? Kann mir das jemand erklären, bitte? Bekannt als die Supernova in der Psycho-Community. Ein Trendsetter. Ein Clairvoyant. Diesen Begriff noch nie gelesen, also verzeiht mir bitte. Wahrsager. Clairvoyant. Ein Glaskugel-Heini. Sagen wir einfach ultimative Glaskugel-Heini. Okay. Irgendwie glaube ich nicht an dieses ganze Zukunftszeugs. Irgendwie. Ja. Das ist mir alles so. Ich frage mich trotzdem, ob da irgendeine Wahrheit dahinter steckt. Okay, ich gebe auf. Was passiert? Ich sah es. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es echt gesehen. Du hast was gesehen? Ein Schutzengel. Was? Also ein Schutzengel gesehen, der Bigfoot verfolgt hat. Und dieser Schutzengel ist dein Schutzengel. Ich verarsche dich nur. Aber hey, wir könnten uns... Ja. Ne, das was er sagt. Wir dürfen nicht trinken, wir sind in der Highschool. Naja, ich bin eigentlich 21. Was macht der dann da? Naja, gut. Naja, ich bin ein paar Mal sitzen geblieben und... Naja, lange Geschichte. Ein paar Mal? Ich glaube schon, das ist eine lange Geschichte. So, und dann haben wir noch... Celeste. Ich glaube nicht, dass wir uns vorgestellt haben. Ich bin Celestia Ludenberg. Die ultimative Spielerin, Celestia Ludenberg. Celestia Ludenberg, das ist mein Name. Falls es dir also nichts ausmacht, wäre es schön, wenn du mich Celeste nennen würdest. Du bist aber... Havanerin, richtig? Ha? Na klar, warum fragst du? Naja, dann könntest du mir doch deinen realen Namen verraten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Celestia Ludenberg ist mein realer Name. Aber wie ich schon sagte, du sollst mich Celesten. Die ist... Ja. Sie ist zurückhaltend, aber doch irgendwie ziemlich... forcierend. Ich glaube nicht, dass ich mir mehr darüber erzählen will. Aber ich würde sagen, die Gerüchte im Thread bewahrheiten sich. Die selbsternannte Celestia Ludenberg ist die ultimative Spielerin, die niemals eine Wette verloren hat. Anders als ihre Liebe für Gothic Lolita Kleider, trägt sich alles andere in Lügen. Sie sagte, sie hat ein Untergrundspielturnier gewonnen und wurde zur Königin der Lügner ernannt. Sie hat die anderen Spieler komplett ausgenommen. Hat ihnen ihre ganzen Ersparnisse genommen und lachte nur darüber. Ich freue mich darauf, dich besser kennenzulernen. Dieses betrügerische Lächeln. Sollte besser aufpassen, wenn ich in ihrer Nähe bin. So, dann hätten wir alle durch. Wupp, wupp. Damit wären dann auch die Introductions dann. Irgendwie, auch wenn alle irgendwie Ultimate sind. Naja, irgendwie haben sie alle ihre individuelle Art von, naja, irgendwas. Also. Los geht's. Ich denke nicht, dass es jetzt die Zeit ist, jetzt hier rumzustehen und sich Freunde zu machen. So, was ist jetzt das größere Problem, von dem wir vorhin sprachen? Naja, es ist so.
Du hast gesagt, es ist ein bisschen Zeugs passiert, während du nur geschlafen hast, richtig? Ja, das Gleiche trifft auch auf uns zu. Wie, ernsthaft? Naja, jeder von uns, als er in die Haupthalle kam, haben wir das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu uns kam, dann waren wir hier irgendwo in der Schule. Gleiche, was dir passiert ist. Das ist irgendwie total komisch. Ja, dass jeder von uns irgendwie niedergeschlagen wurde. Ja, und genau das ist der Grund, warum wir alle hier total ausflippen. Ja, und das ist nicht das Einzige. Wie du wahrscheinlich gesehen hast, sind alle Fenster in den Klassen und Gängen anstelle von normalem Glas mit Metallplatten versehen. Was soll das? Außerdem fehlt mir mein ganzes Zeug, sogar mein Handy. Stimmt, ich habe auch meinen PDA nirgends gefunden. Ja, und dann ist hier die Haupthalle. Die Vordertür, naja, die ist blockiert mit einem riesigen, naja, Metalltresor. Und als wir zuerst hierher kamen, war all das nicht da. Was zur Hölle? Was ist hier überhaupt los? Naja, sind wir jetzt also irgendwie, naja, in irgendein Verbrechen oder so verwickelt? Was wie ein Kidnapping? Na, glaubst also, jemand hat uns irgendwie gepackt und wir sind eigentlich gar nicht mehr wirklich in der Schule? Ach Quatsch. Das ist bestimmt alles Teil des Schulorientierungsprozesses. Also ich bin mir sicher, das ist es. Also, der Typ ist ganz easy going. Total easy going. Also, wollten die eigentlich nur was machen, um uns zu überraschen? Na, wenn das alles ist, dann kann ich ja mal eine Runde wegratzen. Ich war gestern Nacht zu lange wach. Ich könnte, glaube ich, wirklich eine Mütze Schlaf vertragen. Ja. So, and then it began. Ding. Bong. Pupupupu. Ich vorstellen darf, die werten Herrschaften. Ich denke, das muss ich nicht übersetzen bis zu dem Punkt. Kann mich jeder hören? Alles klar, dann legen wir los. Die Stimme klang total komisch. So spielsüchtig und total uninteressiert. Kann mir nicht helfen, aber irgendwie fühlte ich so ein tiefes, sehr komisches Gefühl bei dem Sound. Das ist jemand, der über einen Unfall lacht. Also zu allen Neuzugängen. Ich würde gerne mit der Eintrittszeremonie beginnen. Bitte begebt euch zur Turnhalle. Das ist alles. Ich warte auf euch. Diese Synchro ist einfach perfekt für Monoko. Ich vermisse die Stimme, die Synchronfreiheit. Ja. Das Monokuma ist großartig einfach. Was zur Hölle war das? Ja, ich bin immer weg, ne? Wir sind einfach so verpissen, was soll denn das? Ah, jetzt verstehe ich. Diese ganze Sache war alles nur für die Eingangszeremonie. Gott sei Dank war das alles ein Scherz. Ich wäre total krank, wenn das real wäre. Ja, ich würde sagen, ich gehe dann auch mal. War gespannt, was sie als nächstes geplant haben. Mann, ich wollte gerade pennen. Naja. Warum mussten sie jetzt die Stimmung töten? Ich glaube, das ist nicht das Einzige, was getötet wird. Aber nun. Dann sehen wir uns da. Ist nicht, dass sich jemand dafür interessiert, aber ich gehe dann auch mal, ne? Ja, und so ging jeder zur Turnhalle. Irgendwie war ich wie angewurzelt an der Stelle, wo ich stand. Dieses mulmige Gefühl, das ich vorher hatte. Irgendwie konnte ich mir das nicht aus meinen Gedanken wischen. Scheint so, als wäre ich auch nicht die Einzige gewesen.
Irgendwie stimmt da was nicht. Ja, irgendwie war diese Ankündigung total komisch. Ja, aber wenn wir hier bleiben, heißt das auch nicht, dass wir sicher wären. Außerdem seid ihr nicht alle irgendwie neugierig, was es hier sonst noch so zu finden gibt? Ja, wenn wir nicht vorwärts gehen, dann lernen wir nichts. Also, die einzige Wahl ist, nach vorne zu gehen. Ja, ich glaube, das ist die richtige Sache. Weil ich bin immer noch so, ja, ich bin richtig, richtig nervös. Aber da wir keine Wahl haben, ich würde sagen, wir gehen los. Wir sagten, wir sollen zur Turnhalle, richtig? You want to save? Ja, dann exiten wir. Yes. So, ich würde sagen, die Turnhalle ist das mit dem Basketballfeld. Mit dem, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ein Vorraum. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Hope Peak Academy so ein Schmerz in meinen Hoden ist. Entschuldigung, ich versuche die Charaktere anzupassen, wie sie normalerweise sind. Uiuiui. Vielleicht wühlen wir uns da ja durch, Kermit. Müssen wir mal gucken. Irgendwie, ja. Irgendwie ist dieser Ort viel, viel schlimmer als die anderen, an der ich je war. Warum ist hier eigentlich keiner sonst? Ich habe in den Gängen keine andere Person gesehen. Ist irgendwie nicht ganz so gut. Ja, die wollen uns nur erschrecken. Die machen diese Metallplatten später weg, da bin ich mir ganz sicher. Naja, dann können wir ja nur für das Beste hoffen und uns auf das Schlimmste einstellen. Es ist nicht so, dass ich Schiss habe oder so. Komm, bringen wir es hinter uns. Wo sind die Leute, die uns hierher geschleift haben? Mono, es wird nicht gerannt. Geh ich auch mal. Hey, wartet, lasst mich hier nicht alleine. Okay, time for some tutorial action. Wenn du den Y-Button drückst, kannst du den Raum observieren. Observieren wird alle Leute und Objekte, mit denen du interagieren kannst, anzeigen. Sorry, dass ich dir das zu spät gesagt habe. So, heißt, wir haben hier oben einen Monitor, wir haben die Tür, wir haben da hinter Kidigidi irgendwas und gucken uns doch mal an. So. Eine Trophäen, wie nennt man das, eine Trophäengalerie. Ganz viele Trophäen und Plaketten drin. Ja, und da alle Schüler, die hierher kommen, ultimativ sind, ne, ist das wahrscheinlich nur ein kleiner Anteil derer Auszeichnung. Hallo. Ja, ich bin das tatsächlich. Hallo, Senpai. Hallo. Hallo, hallo. Nur ich würde mir so einen Scheiß anziehen. Halloween. Oder sonst auch. Übrigens, an alle Neuankömmlinge, ja. Süßes, sonst gibt's Saures. Ja? Da unten ist ein Panel, ja, das euch darauf hinweist, dass wenn ihr heute da seid, ja, dass ihr uns entweder was Süßes da lasst, ja, oder uns Süßes zum Besänftigen gibt, ja. Kömmel ist schon okay, setzt ihr einfach so irgendwie, keine Ahnung, macht ihr so ein bisschen Rasierschaum auf den Kopf. Oder so. Ja, will kurz nach den. Ja, das. Ich trage auch eine Schuluniform, ja. Sieht man das? Das sieht man nicht. Sieht man nicht so genau hier unten, aber im Talk hat man es gesehen. Wollte ich jetzt sagen. Ah ja. Und dieses Panel weist euch auch darauf hin, dass wenn wir nichts Süßes kriegen, dass wir euch heute aufessen und euer Gehirn aus euren Ohrläppchen raussaugen. Und alle anderen Dinge, die sich Kermit noch mit seiner Zunge einfallen lässt. So. Giri giri. Totales Schweigen. Hm? Ja, das ist eine Perücke. Das ist von meinem Gikikara Cosplay, was ich zur Hälfte trage aktuell. Vor allem, wie das im Satz immer so klingt, das ist eine Perücke, Senpai.
mit der Zunge geht, aber irgendwie nur bei Frauen. Okay. Ja. Irgendwie ist Kirigiri die Einzige, die es schafft, irgendwie ruhig zu bleiben. Vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein. Junko? Ich fühle ziemlich schlechte Vibrationen gerade. Dann brauchen wir ja noch Mais Honio reden. Wo sind all die anderen hin? Warum sind wir die Einzigen, die hier sind? Lula hat echt verdammt viele Fernseher. Könnten die echt alle für diesen komischen Schulbroadcast sein? Ich würde sagen, rechts war nichts, ne? Rechts war nichts. Also rein da. Mein Headset aufs Ohr packen. So. Immer noch gefüllt mit dieser. Ja, mit diesem schlechten Gefühl. Hatte ich das, was in der Ankündigung gesagt wurde und ging in die Turnhalle. Um mir anzugucken, was da auf uns wartete. Sieht aus wie eine Eingangszeremonie. Wie ich sagte, eine ganz normale Eingangszeremonie. Ja, Hiro hat recht. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie nicht normal war. Hey, ihr, howdy. Hallo. Ist jeder da? Okay, dann bringen wir das Ding mal ins Rollen. Dieses eine Haar, was hier die ganze Zeit hängt. Hallo Monokuma. Nein. Teddybär? Ich bin kein Teddybär. Ich bin Monokuma. Und ich bin hier der Leiter dieser Schule. Das ist das krankeste Ding, was ich je gesehen habe. Und das direkt vor meinen Augen. Das war. Keine Ahnung, was ich da sehe. Das ist allunverständlich. Ja, schön euch alle kennenzulernen. Diese helle Stimme und diese total. Diese total sorgenlose Einstellung. Irgendwie wie die komplett aus diesem Rahmen. Kann man das natürlich immer das Richtige parat. Aber diese Sorgen, die ich mit mir rumtrug, wurden. Ja, verwandelt sich in blanke Angst. Boah, seid ihr, die wieder sprechen kann? Ja, ganz ruhig, Mann, da ist bestimmt nur ein Lautsprecher drin. Ich hab euch schon gesagt, ich bin kein Teddybär. Ich bin Monokuma und ich bin der Chef hier. Was hat sich bewegt? Alter, Mann, beruhig dich mal. Einfach nur, es ist einfach nur ein ferngesteuertes Spielzeug oder sowas. Was fällt dir ein, mich mit einem Kinderspielzeug zu vergleichen? Ja, mein Fernsteuerungssystem ist so komplex, dass eben sogar die NASA es nicht nachvollziehen kann, wie es funktioniert. Außerdem lasst mich nicht sagen, was die Träume von der NASA zerstören könnten. I just couldn't bear that. Das musste ich leider. Das ist. Ja, unfortunately. So, wo waren wir? Ach ja. Wir müssen anfangen. Hey Stefan, hallo. Jetzt schon aufgeben mit den schlechten Bärwitzen? Ruhe jetzt. Also. Hat den Gag einfach fallen gelassen. So, alle mal aufstehen und guten Morgen. Guten Morgen. Muss das nicht zurücksagen? So, dann beginnen wir also mit der wichtigsten und ereignisreichsten Eingangszeremonie. So, reden wir also mal darüber, was euer Schulleben hier sein wird. So, also keine Fehler machen. Ihr wenigen Schüler seid
voller Potenzial und repräsentiert die Hoffnung der Welt ein Unglücksbärchen. Ja. In dem Fall trifft das tatsächlich zu. Und ihr müsst unsere Hoffnungen verteidigen. Ja. Und ihr werdet ein kommunales Leben führen hier in den Mauern dieser Schule. Ihr werdet in Harmonie zusammenleben. Und ihr werdet die Regeln dieser Schule einhalten. Ha? So, also. Wenn, bezüglich der, des Enddatums für euer kommunales Leben. Es gibt keins. Nennen wir sie Bärbel. Morgen um 12 Uhr. Ja, für Stefan ist morgen hier. Ja. Morgen eine glatten Spieler von meiner Nachbarin. Warum? Nennen wir sie Bärbel. Oh Gott. Okay, Stefan macht die ganzen Bärenwitze, die wir jetzt hier nicht translaten können und die Monokuma nicht bringt. In anderen Worten, ihr werdet hier bleiben bis zu dem Tag, an dem ihr sterbt. So. Das ist das Schulleben, das euch zugeteilt wurde. Was hast du gerade gesagt? Bis zu dem Tag, an dem wir sterben? Aber keine Sorge. Wir haben ein ziemlich großes Budget, also es wird euch ja nichts mangeln. Eigentlich ist das geringste unserer Sorgen momentan. Ja, was zur Hölle? Heißt, wir sollen hier für immer leben. Ihr verarscht uns, oder? Verarscht euch nicht. Ich bin kein Lügner. Da könnt ihr zu 100% sicher sein. Du bist halt unentbehrlich. Boah. Boah, hebt ihr die für später auf? Oh Gott. Ah ja, und nur zur Information. Ja, ihr seid komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass irgendwelche, dass aus diesem dreckigen Land irgendwelche Sachen diese Wände durchschreiten. Was soll das heißen, abgeschnitten? Also all diese Metallplatten in der ganzen Schule. Wir sehen die Szene jetzt zum zweiten Mal. Heißt also, dass wir, die sind also, um uns hier gefangen zu halten. Ja, das ist exakt das, wofür sie da sind. Also, hier, ja, egal wie viel ihr schreit, es wird keiner kommen. Hör ich jetzt. So, also, wenn ihr das in euren Gedanken behält, ja, fühlt euch frei, das Leben zu leben, das ihr wollt. Ohne, dass ihr euch um irgendwas Sorgen machen müsst. Ja, ein Berserker. Gott. Ich glaube, das ist der Einzige, der groß und viel im Chat schreibt aktuell. Bitte vergrau den nicht, Stefan. Was Hölle ist das? Interessiere mich nicht für Schule und irgendwas, was dahinter steht. Das muss alles ein ziemlich beschissener Scherz sein. Ja, also auf mit dem Scheiß. Irgendwie ist das nicht mehr lustig. Irgendwie sagt ihr die ganze Zeit, ist das irgendwie eine Lüge oder ein Scherz? Was seid ihr alles für Skeptiker? Naja, schätze es, hilft nichts. Also, irgendwie seid ihr alle in einem Alter, wo ich dachte, dass ihr eure Nachbarn nicht verachtet. Eure Nächsten nicht verachtet, so. Gut, ja, man reicht jetzt. Oh mein Gott. Gleich. Hebt ihr das auf. Du musst noch ein paar Stündchen ausharren. Oh Gott. Mir beeilen. Na, ihr habt sehr viel Zeit rauszufinden, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Wie ist der eigentlich auf 128 gekommen? Das ist schrecklich. Und wenn die Zeit kommt, dann werdet ihr mit euren eigenen Augen sehen, dass ich die unwahrscheinlichste Wahrheit spreche. Aber ihr seid sehr sozial. Also richtig. Naja, ihr... Auf ewig zu leben, das ist schon ein Problem irgendwo. Aber was ist mit euch los? Eigentlich seid ihr mit eurem eigenen freien Willen an die Hope-Akademie gekommen. Und jetzt, bevor die Eingangszeremonie um ist, wollt ihr schon gehen? Also, es gibt da was, das ihr wissen solltet. Ich habe vergessen, eine Sache zu erwähnen. Es gibt einen Weg, wie ihr diese Schule verlassen könnt. Oh, echt? Als Chef hier habe ich eine spezielle Regel für die gemacht, die hier ausgehen wollen. Und zwar die Graduation-Regel. Ich nenne sie jetzt einfach die Graduation-Regel. Time is fleeting.
Ja. Madness takes its toll. But listen closely, lieber Stefan. Not for very much longer, lieber Chris. Ja, ich weiß schon. So, jetzt erzähle ich euch diese spaßige kleine Regel. Also, wie ich es schon sagte. Im Sinne dessen, dass ihr euren Lebensstil und die Harmonie hier in eurem kommunalen Leben aufrechterhaltet, ist es so, dass wenn jemand diese Harmonie stört und nur die bekommt die Erlaubnis, diese Schule zu verlassen. Das, meine Lieblingsstudentin, ist die Graduation-Regel. Was soll das heißen bei die Harmonie stören? Es ist so. Es ist natürlich, wenn eine Person jemand anderen ermordet. Ermordet? Ja, alles. Erstechen, strangulieren und so weiter und so fort. All diese widerlichen Widerlichkeiten. Wie es gemacht wird, ist total egal. Du musst jemanden umbringen, wenn du hier weggehst. Simple as that. Let's do the time war begin. Genau, das machen wir ganz am Schluss. Da tanzen wir dann alle. Ja. Der Rest liegt bei euch. Also, gebt alles, um das Bestmögliche aus dieser Sache rauszuholen. Das traf mich ganz böse, da wo es weh tat. Du musst jemanden umbringen, um von hier fortzugehen. Als ich diese Worte gehört habe, gefror mir das Blut in den Adern. Ja, ich wette, das hat eure Gehirnflüssigkeiten in Wallung gebracht. Ja. Wie ich schon sagte, ihr seid die Hoffnung dieser Welt. Aber, naja. Kann mir bitte nochmal jemand... Despair war Verzweiflung, gell? Wenn wir also daran denken, denken wir also an diese Hoffnung. Und es auseinandergenommen zu sehen. Ja, okay, es ist auseinandergenommen zu sehen. Und die dunklen Schatten der Verzweiflung entfachen. Ah, oh, das ist schon damn exciting! Was zur Hölle redest du? Dich gegenseitig umzubringen, das ist. Sich gegenseitig umzubringen. Ich bin mir sicher, ich habe hier irgendwo ein Wörterbuch, falls du es brauchst. Das wäre es Verzweiflung, ja. Eine Symmetrie. Wir wissen schon, was das bedeutet. Das ist nicht das Problem. Warum müssen wir uns gegenseitig umbringen? Na, könnt ihr endlich aufhören, diesen ganzen Nonsens zu labern? Ich will endlich heim. Was heißt hier rumlabern? Bro. Was meinst du mit rumblubbern? Ihr habt's immer noch nicht verstanden, oder? Ihr sagt immer die gleichen Worte, lasst uns gehen, lasst uns gehen. Hört zu, von diesem Moment an ist diese Schule euer Zuhause, euer Leben, eure Welt. Habt ihr das jetzt verstanden? Und ihr könnt so viel töten, oder... Ja, ihr könnt so viel töten, wie ihr wollt. Also, bringt euch endlich um! Diese Einzelhaare, die hier immer runterfallen. Okay. Wie lange wollt ihr dieses Spiel noch treiben? Ha? Ihr habt uns total verängstigt, ja? Und jetzt könnt ihr den Trick verraten. Ich einen Trick? Ich mein, das muss ja alles so ein Trick sein, so, naja. Gut, halt die Klappe und geh auf meinem Weg. Das übersetze ich jetzt nicht. Was? Finde ich gar nicht so schlimm. Da gibt es was zum Essen, was zum Anziehen, was zu tun. Und ein paar hübsche Mädels gibt es auch. Ja, das Problem ist, du könntest an jeder Ecke sterben, habe ich den Eindruck. Ein Scherz? Du meinst wie deine Haare? Oh. Ich will das nicht übersetzen.
Das einzige Mädchen, was ich im Kopf habe, ist Sayaka Maison. Gewalt gegen den Chef einzusetzen, verstößt gegen die Schulregeln. Boom. Er hat's noch überlebt. Zur Hölle. Ich höre immer noch das Klingeln in meinen Ohren und ich rieche Schießpulver. Explosionen passieren in Filmen immer wieder, aber die im echten Leben zu sehen, habe ich nie gesehen. Moment, das bedeutet ja, dass der Teddybär jetzt zerstört ist, richtig? Ich habe gesagt, ich bin kein Teddybär, ich bin Monokuma. Zur Hölle, es gibt noch einen. Hast du gerade versucht, mich umzubringen? Ja, ich habe das schon versucht. Ich meine, du hast eine meiner Regeln verletzt. Aber ich lasse dich mal mit einer Warnung davonziehen dieses Mal. Aber ab jetzt bist du hoffentlich ein klein wenig vorsichtig. Aber Sache, Mondo. Aber Sache. Da jeder von euch, der meine Schulregeln verletzt, der kommt nicht so leicht davon. Moment, das bedeutet, es gibt noch mehrere von euch? Ja. Es gibt sehr viele Monokumas, die in der ganzen Schule verteilt sind, ja. Außerdem vergisst nicht die Überwachungskameras, die überall sind. Ja, Monokuma ist eigentlich ein Bruch, ne? Wenn man so will. Also eigentlich ist er nur ein halber Bär. Ein halber Kuma, meine ich natürlich. Ja, ne, Moment. Kuma ist ja auch Bär. Ah, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich euch also erwische, wie ihr irgendeine meiner Regeln verletzt. Ja, ihr habt gesehen, was gerade passiert. Bup, bup, bup. Und ich werde nicht so nett sein und beim nächsten Mal die Bestrafung auslassen. Also, lasst das nicht nochmal passieren. Das ist noch nicht mal eine Bestrafung, das ist einfach falsch. Ja, letztlich. Willkommen in der Schule. Ah, ich habe noch was für euch. Das ist das offizielle Schülerhandbuch. Ziemlich geil, wa? Wie ihr seht, es ist voll digital, also nennen wir es das E-Handbook. Ja, machen wir weiter. Das Handbuch ist absolut vital für euer Schulleben, also verliert es nicht. Wenn ihr es startet, wird es euren Namen anzeigen, also stellt sicher, dass ihr immer euer eigenes habt. Weiß und schwarz. Schwarz und heißer, schwarzer Kaffee. So, also es ist nicht euer alltägliches Notebook. Das hat mehr Funktionen als das. Senpai, es war schön, dass du reingeschaut hast. Komm gut nach Hause, ne? Es ist komplett wasserdicht. So, ja. Ja. Ja, im Prinzip sagt er, dass das Ding total dufte ist, ja. Und es hat alle Schulregeln auf dem Tablet eigentlich speichert. Deshalb können wir es auch durchgucken. Ja. Ihr werdet es mich sehr oft sagen hören, aber das Verletzen der Schulregeln wird nicht toleriert. Ja. Regeln verbieten, aber sie schützen auch. Mhm. Gleiche gilt hier. Ja, nur dass wir mehr striktere Bestrafungen haben für Leute, die die Regeln brechen. So, und damit endet dann auch unsere Eingangszeremonie. Ja, viel Spaß mit eurem Schulleben. Tschüssi! Ja,
Und damit war er weg. Und wir waren alle in Schock. Er ist ein Clairvoyant. Kann ich nicht einfach den Clairvoyanten, weil weißt du, dass ich nicht zu Hause bin? Keine Ahnung, ich, selbst wenn du in deinem Zimmer bist, komm gut nach Hause. Das ist genau wie die Frage, wo willst du? Ja, ich gehe da mal offline. Was willst du denn da? Da kennst doch jeden. Kann ich einfach Clairvoyant weiter sagen. Ich finde Clairvoyant ist ein super Begriff zum Sagen. So, wie würdet ihr definieren, was hier gerade passiert ist? Ich habe keinen Plan von dem ganzen Kram hier. Ja, ein ganzes Leben leben oder töten. Was zur Hölle passiert hier? Ihr solltet euch alle mal eine Runde beruhigen. Wir sollten uns eine Sekunde Zeit nehmen und zusammenfassen, was wir gerade gehört haben. Also, basierend auf dem, was Monokuma gesagt hat, haben wir essentiell zwei Möglichkeiten. Nummer eins ist, dass wir hier bleiben und ein kommunales Leben zusammenführen, bis wir sterben. Und die andere Wahl ist, wenn wir hier lebend rauskommen wollen, heißt das, wir müssen töten, richtig? Aber jemanden töten, das... Wir werden einfach so irgendwo entführt und in einen Ort gesteckt, der aussieht wie eine Schule. Und jetzt sollen wir anfangen, uns gegenseitig umzubringen. Das ist... Was zur Hölle ist das? Das ist eine Lüge. Das ist es, was es ist. All diese total durchgeknallten Dinge. Das muss alles fake sein. Ja, momentan macht das keinen wirklichen Unterschied, ob es real ist oder fake. Alles, was wichtig ist, ist... Ist hier irgendjemand, der diesen ganzen Nonsens glaubt? So hatte keiner eine Antwort. Ich war selbst ruhig. Ich hab mir die anderen angeguckt. Ich bin einfach dafür, dass die Kinder einfach ein Loch buddeln und so entkommen. Ich glaube, auch unter der Schule sind Stahlplatten. Da wette ich. Ja. Sie haben sich alle gegenseitig angestarrt. Gegenseitig einzuschätzen. Und dann kam der Punkt, an dem es mich traf. Der wahre Terror, der sich in den Regeln versteckte, die Monokuma uns gerade ausgelegt hatte. Du musst jemanden töten, wenn du gehen willst. Diese Worte pflanzten schreckliche Gedanken tief in uns. Dadurch, halt ein Loch mit C4 graben. Ja, mal gucken, wie es im Spielverlauf geht. Suspicious. Genau. Man verdächtigte jeden anderen. Und wir fingen an, darüber nachzudenken. Wird uns jemand betrügen? Und so begann mein neues Schulleben. Diese Schule, die irgendwie aus dem Nirgendwo kam. Die meine Hoffnung so hoch schießen ließ. Das ist nicht die Schule der Hoffnung. Das ist die Schule der Verzweiflung. Holo, welcome to Despair. The end. So, ich guck mal auf die Uhr. Stündchen haben wir noch. 15. Eben noch. Be continued. Ja, und zwar jetzt. Alternativ Schwefelsäure. So, jetzt kriegen wir nochmal das Opening. Ich trinke mal eine Mischung aus Blut und Wein. Blutrünstiger Wein. Wie lange nicht mehr gesagt? Ich glaube, es ist ein Jahr her, oder? So, jetzt kriegen wir hier nochmal alle Charaktere ein bisschen vorgestellt mit total hübschen Artworks, zum Beispiel von Maisono. Jetzt hätte richtig mal kurz mein Headset. Unter meinem Pelz. Eigentlich hätte ich mir für heute einen Monokuma-Hoodie kaufen sollen. Tamara, kannst du mal kurz bei Amazon gucken, ob es einen Monokuma-Hoodie irgendwo gibt? Kannst du mal eruieren, ob das in unserer finanziellen Lage drin wäre, um das montags immer ganz zelebrieren zu tragen?
Dachte, Geralt schreibt sich mit T. So, ich will eigentlich nur 25 Euro für ein Monokuma-Hoodie. Passt mein Bob ist da auch rein? Kamera wird jetzt eruieren, ja, und ihr könnt uns gerne was Süßes spendabulieren, damit ich als Monokuma montags hier mich zum Affen mache. So, ich habe ein Schoolcrest-Present gekriegt. Ich will natürlich Data saven. Alter, wird man weich, das weiß man doch. Du musst jemanden töten, um von hier los, um von hier wegzukommen. Meine Gedanken. Ich würde gerne weiterreden. Meine Gedanken froren ein. Mein Atem bleibt mir fast im Halse stecken. Als ich weiter drüber nachdachte. Konnte diese paralysierende Angst, die sich langsam in mir breit machte, förmlich spüren. Die Luft drückte mich fast nach unten. Und ich mach das alles einfach so mit. Hi! Hi, drei Fragezeichen. Ich kann leider die Zeit. Im Bär. Ach komm. Ja, wie gesagt, ich würde das montags sogar anziehen. Mal gucken, vielleicht hat sich die 25 Euro irgendwie zusammen und dann streame ich hier Danganronpa immer als Monokuma. Wäre doch toll. Weil Stefan, weißt du, ich fühlte mich immer so richtig doof, ja, so unterdrückt von Stefan auch, ja. Weißt du, er kann sich hier in seinen Digimon-Fummel packen, ja, und kann hier so voll cool, krass hier relevante Streams fahren, ja. Und ich saß hier immer nur, ja, ab und zu mal ein Idol hier markieren bei Idolmaster. Also da kommt man sich schon schäbig vor, ja auch. So schwer, wie sich die Luft anfühlte. So scharf widerhalten die Worte. So, was machen wir jetzt? Nee. Bleiben wir jetzt hier weiter stehen und schauen und starren uns an? Kommentar galt jedem in diesem Raum. Und irgendwie hat uns das zurück in die Realität gezogen. Er hat recht. Manchmal, wenn du nervös oder verängstigt bist, solltest du einfach einen Schritt vorwärts gehen. Wie konnte ich nur so einen simplen Fakt vergessen? Mir selbst nicht vergeben, ich fühle mich so. Kann mich bitte jemand schlagen? Oh oh. Ja, wenn du Zeit drüber zu schreien, wenn du Zeit hast zu schreien, dann kannst du auch was dagegen tun. Moin, moin. So, aber was ist denn jetzt eigentlich die Mission genau? Ist doch ganz klar, du Idiot, wir suchen einen Weg nach draußen. Und wir müssen natürlich herausfinden, wer diesen ganzen Kram hier kontrolliert, diesen Bär, und dann verprügeln wir ihn nach Strich und Faden. Bevor wir all das machen, sollten wir uns vielleicht das Handbuch angucken. Am besten schauen wir uns die Schulregeln an, die Monokuma angesprochen hat, bevor wir irgendwas anderes machen. Stimmt. Bevor wir hier rumlaufen, ohne eine Ahnung, was die Regeln sind, ja, uns passiert wieder irgendwas. Dann würde ich sagen, gucken wir uns diese blöden Regeln einfach mal an. So, da ist ihr Handbuch von der Hopa Akademie. Jetzt müsste da auch stehen, Makoto Naigi. Wenn ich E-Handbook angemacht habe, war das erste, was ich sehe, mein Name. So wie es Monokuma gesagt hat. Der Besitzer steht, ja, steht als erstes da. Von dort an geht das Main-Menü auf. Da habe ich Schulregeln ausgewählt. So, das, was auf dem Bildschirm erschien, waren die Schulregeln. Das könnte gar nicht machen. Genau. In anderen Worten, das sind die Regeln, die uns alle auferlegt wurden. Die Schüler residieren nur in dieser Schule. Den Campus zu verlassen ist
ist unakzeptabel zu jeder Zeit. Die Nighttime oder die Nachtruhe ist um 10 Uhr. Von 10 Uhr bis 7 Uhr morgens. Einige Bereiche können dann nicht betreten werden. Also passt bitte auf. Woanders schlafen als in den Schlafräumen wird als Schlafen in der Klasse tituliert und wird entsprechend bestraft. Ein junger CEO. Ja. Mit minimalen Restriktionen steht es euch frei, die Hopa-Akademie nach eurem besten Empfinden zu erkunden. Gewalt gegen den Chef Monokuma ist natürlich strikt verboten, genauso wie die Zerstörung der Überwachungskamera. Jemand, der einen anderen Schüler tötet, wird geschwärzt. Und dieser wird, wird abgehen. Es sei denn, er wird gefasst. Weitere Schulregeln werden nach Nötigkeit hinzugefügt. So, war das auch durch. Ich hob meinen Blick von dem Screen, schaute mich um, da irgendwie diese stürmischen Ausdrücke auf den Gesichtern der anderen. Totaler Bullshit. Was zur Hölle sind das für Regeln? Ich lasse sie mich nicht kontrollieren. Naja, dann ich sage, warum läufst du da nicht in der Schule rum, wenn es dich nicht interessiert? Ich würde sehen, was passiert, wenn jemand die Regeln bricht. Naja, aber wenn er bestraft wird, wie wir das vorhin gesehen haben, dann glaube ich nicht, dass er auf den Respawn warten muss. Seit ich ein kleines Kind war. Hat mir mein kleiner Bruder das in meinen Kopf geprügelt. Wenn ein Mann ein Versprechen macht, dann muss er es halten, selbst wenn es ihn umbringt. Ja, Mondo ist echt so, Alter. Jetzt? Ich habe eine Menge Versprechungen gemacht und die muss ich immer noch halten. Also. Ich kann mir also nicht leisten, hier drin zu verrecken. Da das alles für mich keinen großartigen Sinn macht. Das bedeutet, dass du den Regeln folgst, richtig? Ja, irgendwie. Ja, du hast recht. Also, ich habe da eine Frage. Die Regel Nummer 6. Was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Anyone who kills a fellow student and becomes blackened will graduate unless they are discovered. Also, jemand, der einen Mitschüler umbringt, wird geschwärzt. Und der darf abgehen, es sei denn, er wird entdeckt. Ich denke, du meinst die zweite Hälfte, richtig? Da, wo steht, es sei denn, sie werden entdeckt. Ja, darüber habe ich mich selbst gewundert. Das ist im Prinzip heißt das folgendes. Wenn du abgehen willst, dann musst du jemanden töten, ohne dass das herausgefunden wird, dass du es warst. Warum sollten wir das tun wollen? Ich sehe keinen Grund, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Ich würde mir mehr Sorgen darüber machen, die Regeln zu befolgen, wie sie uns erklärt wurden. Ja. Außerdem möchte ich keinen sagen hören von jemandem, der darauf wartet, dass jemand anderes entscheidet, was wir tun sollen. So, könnten wir jetzt mal diesen ganzen Blödsinn mit Morden und so vergessen? So, jetzt wo wir die Regeln kennen, sollten wir uns die Schule ein bisschen näher angucken. So, wir sollten mal rausfinden, wo wir eigentlich genau gerade sind. Und was ist eigentlich mit diesem Essen und dem anderen Kram? Es gibt genug Fragen, die aufgeworfen sind.
Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal rum, wa? Hier alleine. Meinst du nicht, das ist eine ziemlich blöde Idee? Irgendjemand hier hat bestimmt schon drüber nachgedacht, hat schon angefangen drüber nachzudenken, einen von uns umzubringen. Oder sollen wir hier einfach rumstehen und es ihm noch leichter machen, uns einfach alle umzubringen? Hey, Moment mal. Sagt mir nicht, es könnte nicht passieren. Aber ihr könnt auch genauso wenig die Möglichkeit verleugnen. Ja, das ist doch der Grund, warum ihr alle so zusammengezuckt seid und Angst empfindet, als diese Graduation Rule, als die Abgangsregel für euch erklärt wurde. Oder liege ich da falsch? Aber... So. Ich würde sagen, ich mache also genau das, was ich denke, dass das Beste für mich wäre. Als würde ich dich hier einfach wegrennen lassen und machen lassen, was du willst. Ja, mein Weg, Plankton. Was soll das heißen? Ja, eine Planke, die über das Meer treibt. Lass mal die Beleidigung weg. Hey, hey, hört damit auf. Wir sollten uns nicht gegenseitig... Wir sollten nicht kämpfen. Ich glaube, Naegi kriegt jetzt einen auf die Rübe. Wham! Last Christmas, I gave you my heart. Faster! Mit Last Christmas auf diesem Kanal. He punched me and I flew back in a heap. Ja, in kurz, Naegi hat's verballert. Er hat einen auf die Rübe gekriegt. Und wirft sich jetzt natürlich vor, dass er vergessen hat, mit wem er es hier eigentlich zu tun hat. Ja, da wurde er ohnmächtig. Und als er wieder die Augen aufgemacht hat, war ich, wo ich war. Ja? Wo bin ich? So, als wäre es eine Art meiner Tagesroutine geworden, wachte ich in einem anderen Raum auf, den ich noch nie vorher gesehen hatte. So, wo bin ich jetzt? Have no access to the handbook menu. You can check this to verify as you play. Okay. Open the handbook menu by pressing the X button. Gucken wir uns gleich mal an. At certain points, map and truth bullets may not be available. Okay. Also save and load the game under the system section. Finally press the back button to view the transcript. So, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Habe ich irgendwelche Presents? Nö. Report Card. Was ist denn diese Report Card? Ach so, das bedeutet, wer alles ist. Gucken wir uns doch mal Sayaka Maizono an. Sayaka Maizono. 1,65, 49 Kilo, 83 cm Special Ability. Ultimate Pop Sensation. Also wir wissen im Prinzip eigentlich nur die Basisinformationen, die wir gerade irgendwie rausgezogen haben. Die Regeln, die haben wir uns ja auch schon angeguckt, ne? Der ist richtig. System können wir speichern. Ich würde sagen, das machen wir auch mal gerade. Eve. Den zweiten Spielstand. Das Transkript. Achso, das ist im Prinzip das, was wir jetzt gerade alles an Texte hatten. Können wir hier nochmal nachlesen, wenn wir das wollten. Gut. Ich würde sagen, gucken wir uns mal in unserem Raum um. Was haben wir denn da so? Ging ja auch mit einem Button und zwar so. Oh, da ist einiges. Wenn ich etwas gelernt habe, dann ist tatsächlich, dass man sich alles anguckt. Ja, auch wie in Adventures. I'm unknown. Wieder mit Metallplatten. Hier liegt ein Notizzettel. Ein Notizblock.
Jeder muss jemanden. Ja, die Schule muss uns jedem einen gegeben haben. Doppelt. Wir sind. Achso, okay. Achso, die Kamera. Kamera ist das andere, die Kamera guckt natürlich auch mal an. Nein, ich wollte die Kamera angucken, aber irgendwie triggert es nicht. Ah doch. Eine Überwachungskamera. Da wir nichts mit den Kameras machen dürfen, würde ich sagen, ich lasse sie besser in Ruhe. Überwachungskameras halt in den Zimmern ist auch so ein Knaller. Oh, ich glaube, da ist irgendwas im Schrank. Werkzeugset. Muss ganz neu sein, das ist noch eingepackt. Gut, da ich es gerade nicht brauche, lasse ich es einfach da. So, dann haben wir noch das Bett. Ja. Das ist ein Bett. Sei gut erkannt, Nai. Tierkorb. Ja. Ein Mülleimer. Ich glaube, da ist nichts drin. Hui. Da ist nichts drin. Aber wir haben eine Monokuma-Münze. Geil. So, was haben wir hier noch? Muss ich ein bisschen drehen. Da liegt noch der Schlüssel auf dem Tisch, würde ich sagen. Das muss wohl der Schlüssel das muss wohl mein Zimmerschlüssel sein. Es steht mein Name auf dem Schlüsselanhänger. Also muss das wohl meiner sein. Das hat er gut kombiniert. Ich würde sagen, nehmen wir mal mit. Haben wir hier noch was? Da hängt ein Blatt Papier an der Wand. Auf dem steht eine Ankündigung vom Chef Monokuma. Wir nennen ihn auch einfach jetzt Chef, ne? Er ist voll das Genie. Alleine, dass er atmen kann, ist ein Traum für einen Average Student, ne? Für eine normale Weichbirne wie ihn. Ja, jedes Schloss an jedem Raum wurde extra designt, damit man es nicht, wie nennt man das denn? Damit man es irgendwie nicht aufbrechen kann. Ja. Also einen Raumschlüssel neu anzufertigen, wäre ein ziemliches Problem, also verliert euren Schlüssel nicht. Eure Räume sind mit einer Dusche ausgestattet, aber bedenkt bitte, das Wasser wird natürlich abgeschaltet, wenn die Nachtzeit anbricht. Außerdem sind die Badezimmer der Mädchen extra abschließbar. So, und wir haben euch noch ein Geschenk mitgebracht für jeden. Für die Mädchen ist es ein Nähset und für die Jungs eine Werkzeugkiste. Oder ein Werkzeugset. Das Nähkit beinhaltet eine Karte von den Vitalorganen des Körpers. Also ein Stich würde den Job erledigen. Für die Jungs. Ja. Für die Jungs haben wir das Toolset bereitgestellt. So, ich würde sagen, habt viel Spaß. Damit da keiner dran rumfuscht. Ah ja, genau. Damit keiner dran rumfuscht. Dankeschön. Ich habe das Papier von der Wand gerissen und habe es in den Mülleimer geworfen. Was haben wir noch? Tür. Habe ich den Roller schon angeguckt? Das ist ein Fusselroller. Ich würde sagen, wir müssen damit selbst aufmachen. Haben wir hier das noch? Ein Monitor. So, dann hätten wir noch die Badezimmertür, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist dann wohl das Badezimmer. Rüttel, rüttel, rüttel. So geht das nicht auf. Aber es ist abgeschlossen. Hier. Sie führt nach draußen, aber sie ist verschlossen. So. Aber ich verstehe langsam. Dieser Raum
Sleeping anywhere other than the dormitory will be seen as sleeping in class and punished accordingly. Dieser Raum? Das muss mein Raum sein! Wow! Da schlich gerade eine Decke vorbei. Ja, das war Huibu, das Schlossgespenst. Wir müssen natürlich die typischen Dinge einhalten, ne? Mädchen nähen, Typen reparieren, ja, genau so ist es. Irgendjemand muss mich hierher gebracht haben, als ich das Bewusstsein verlor. Er ist so ein, also er ist ein Sherlock, ein wahrer Sherlock, der Makoto, der Naegi. Headset, bleibst du bitte vielleicht noch die letzten 30 Minuten oder so auf meinem Kopf? 40 Minuten sogar. Ja, das beantwortet zumindest schon mal diese eine Frage. So, die nächste Frage ist nun, wo sind die anderen alle gerade? Moment, ein Headset gerade nochmal. Ein Weg, das rauszufinden. Also, nichts wie raus hier. Ich würde trotzdem gerne ins Badezimmer gucken, aber das Badezimmer ist abgeschlossen. Dann liefen wir mal die Area. Du hast im Raum gerannt, um die anderen zu suchen. Und da wartet schon jemand auf mich. War irgendwie wie aus einer alten TV-Show. Wham! Last Christmas, I gave you my heart. Ah! Hallo? Entschuldige, geht's dir gut? Ja, yeah, mir geht's gut. Sorry. Ein schüchternes Lächeln auf ihrem Gesicht. Langsam aufstand. Ein peinlich berührtes, okay. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Ja, geht bei dir schlimmer als es eigentlich ist. Mir geht's gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich aussehe, aber ich glaube, ich weiß, wie ich aussehe, aber ich habe eigentlich schon ein paar gute Muskeln aufgebaut. So, wenn ich da auf der Bühne rumspringe und so. Na, dann ist doch alles gut. Aber geht's dir gut? Also, da, als sich Mondo geschlagen hat. Ah ja, stimmt. Ich wurde ja von allen verprügelt. Es sitzt aber keiner hinter mir und spielt. Ja. Yeah. Makoto? Mir geht's gut. Ist alles okay. War schon besorgt. So, was machst du eigentlich hier? Eigentlich wollte ich dich gerade holen. Inwiefern mich holen? Naja, wenn du dich jetzt besser fühlst, dann würde ich sagen, komm zu uns in die Essenshalle. Essenshalle? Naja, als du ausgenockt wurdest, haben alle beschlossen, dass sie ihr eigenes Ding machen. Und wir dachten, es wäre effektiver, wenn wir uns aufteilen, um zu untersuchen. So, und danach wollten wir uns wieder treffen und darüber zu reden, was wir so alles gefunden haben. Das bedeutet, es ist also jetzt Zeit, dass alle wieder zusammenkommen. Ja, wenn das natürlich so ist, dann komme ich natürlich mit dir. Ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns in der Essenshalle. Ja, was ist denn hier? Aha. Ich denke mal, wir können uns später umgucken. Aber, da ist wohl, ich würde sagen, da ist der Wäscheraum, da kann man Wäsche kaufen. Ah ne, das ist das Bad. Das daneben, das ist dann wahrscheinlich das Bad. Da unten ist die Essenshalle, dann ist das daneben wohl die Küche, ein Lager und die ganzen Zimmer. Und irgendwas mit Müll und Klos. Gut, dann gehen wir, würde ich sagen, in die Essenshalle. Das muss also die Essenshalle sein. Sieht ziemlich sauber aus, das ist gut. Ich weiß, das ist nicht wichtig. So, da wir jetzt hier Gefangene sind und so. Ja, das stimmt schon.
Keiner war da, der auf uns gewartet hat. Also hatten wir keine große Wahl. Ich würde sagen, wir warten dann hier einfach. Dann warten wir hier wohl. Ha, hast du das gehört? Wie ich schon sagte. Es. Ach, es ist nur ein Scherz. Ich habe einfach nur eine gute Intuition. Wirklich nur Intuition? Oh. Ein Tutorial. Right, to talk about reactions. You're going to talk about Sayaka, right? You're talking to some purple words are going to be. Also, wenn wir mit ihr reden, werden lila Wörter erscheinen. So funktionieren sie. Wenn lila Wörter erscheinen und du den Y-Button drückst, dann gehst du in Reaktionsmodus. Ab diesem Punkt kannst du die D-Pads benutzen, um eine Selektion auszuführen und den A-Button um zu. Und den A-Button, um es zu bestätigen. Also, wenn es zu einem Dialog kommt, dann kannst du reviewen, dann kannst du dir nochmal angucken, worüber ihr geredet habt. Oder auch nach mehr Infos gucken. Mit jemandem reden über Dinge wie diese werden Reaktionen genannt. So, jetzt suchen wir Y. Können wir hier ein Wort auswählen. Live. Just wonderful. Ja gut. So, das heißt, wenn jetzt die Story vorwärts geht, das heißt, wir können jetzt mit Maisono reden. By the way, Makoto. Ja, Menschen mit psychischen Fähigkeiten. Ist. Naja, es ist. I wanted to continue this self-introduction. I wanted to ask you something. What did you want to ask? Also, was wolltest du mich fragen? Sag mal, Makoto. Warst du zufälligerweise auf der Blackroot Junior High? Warst du zufälligerweise in Klasse 2? Ja, war ich. Ah, ich wusste es. War auch da in Klasse 4. Erinnerst du dich? Erinnere ich mich? Selbst damals in der Mittelschule war sie schon mit sehr vielen Ultimates umgeben. Könnte ich das vergessen? Fast so überraschend wie ihre Frage war, dass sie mich wiedererkannte. Wir haben nie mal miteinander geredet, aber irgendwie wusste sie immer noch, wer ich bin. Hey, geht's dir gut? Ja, ich war nur überrascht. Ich hätte niemals gedacht, dass du dich an mich erinnerst. Hallo, wir waren auf der gleichen Schule für 3 Jahre. Also natürlich erinnere ich mich. Sie ist ein Idol, sie muss sich an sehr viel erinnern. Ja, die Eliten. Ja, das war mir schon klar, aber ich habe die ganze Zeit ja schon die Ultimativen oder die Eliten. Aber egal. Oder die elitären Typen. Wir können machen, was wir wollen. Das ist ja hier frei übersetzt. Das ist richtig. Aber es waren ja auch ziemlich viele Schüler auf unserer Stufe. Außerdem war ich niemals die Person, die wirklich rausgestochen ist. Ich bin ziemlich normal bei allem und meine Hobbys sind auch eher normal und normal, naja. Selbst Normalos würden sagen, ich bin langweilig. Wovon redest du? Du bist so komisch. Was soll denn heißen hier komisch? Die kicherte immer lauter. Ja, irgendwie dieses mysteriöse Lächeln von ihr machte mein Herz irgendwie ruhiger. Ihr Lächeln war das tollste Lächeln, das ich je gesehen habe. Ultimative Popsänger. Nicht rausgestochen, eher abgestochen. Da ist ja wieder der Witzvogel. Jedenfalls bin ich glücklich, dass es hier jemanden gibt, den ich kenne. Irgendwie fühle ich mich besser, seitdem ich mit dir über all das geredet habe. Du bist großartig, Makoto. Nein, bin ich nicht.
bist nichts im Vergleich zu all diesen elitären, diesen ultimativen Park. Die ultimativen. Bald von Disney. Naja, du bist derjenige, der mir geholfen hat, meine Courage wiederzufinden. Nicht irgendeiner von diesen ultimativen Blödianen. Danke, dass du das sagst. So, und als Dank dafür, dass du mir ausgeholfen hast, bist du jetzt mein ultimativer Assistent. Bin ich dein ultimativer Assistent? Was? Ich bin deine Assistentin. Was? Moment. Heute in bestechender Form wach. Oh Gott. Hört nicht auf. Ich versuche dir auszuhelfen, so viel ich kann. Also, lass uns losziehen. Was diesem gesagt ist. Ich bin so pumped up. Aufgewühlt. Was nett ist, aber irgendwie. Die anderen sind irgendwie immer noch so spät. Mal davon abgesehen, ich weiß immer noch nicht, wie viel Uhr es eigentlich ist. Irgendwo muss hier doch eine Uhr sein. Guck mal die hier. So, wie viel Uhr haben wir denn? Was? 7 Uhr abends? Ja, du warst ohnmächtig für eine ziemlich lange Zeit. Oh. Ja, das ist schwierig, ne? Wenn man noch nicht mal aus einem Fenster gucken kann. Man verliert einfach das Gefühl für Zeit. Wenn ich zu lange in diesem Ort hier bleibe, werde ich noch irgendwann wahnsinnig. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin auch froh, wenn ich gleich irgendwie mal meinen Brioche vernichten kann oder irgendwie was futtermäßig organisieren kann. Ja, und ich denke mal, wenn Tamara dann fertig ist und dann eine Vöglein übernimmt, dann kann ich endlich mal Mittag essen. Oder frühstücken. Oder so. Irgendwie komisch, dass noch keiner hier ist. Aber ich glaube, sie werden wahrscheinlich nacheinander gleich kommen. Fast als, ja, perfektes Timing. Tucker öffnete die Türen. Ja. Yo, Makoto, Sayaka. Also seid ihr beide als erstes hier. Ja, zu schade. Ich dachte, das wären schon alle hier. Naja, ich würde sagen, das heißt, wir haben noch nicht genug Fighting Spirit. Kampfgeist. Ich werde nicht aufgeben. Nächstes Mal schwöre ich werde gewinnen, was auch immer passiert. Frühstücken, die Uhrzeit. Nee, kein Social Eating heute. Fang irgendwann mal an, hier Sonntags-Frühstück-Stream zu machen, in dem den dann keiner zuguckt. Und dann machen wir immer, essen wir immer. Ein bisschen viel, denkst du nicht? So. Kurz danach kamen alle nacheinander. Nach ein paar Minuten waren alle in der Essenshalle. Gucken, 13:30. Okay, scheint so, als wären alle da. Ich würde sagen, starten wir das Meeting. So. Ich würde sagen, gehen wir alle rundrum und gehen wir reihum und berichten von unseren. Hey, ihr durchwaschen ohne Kaffee. Ja, müssen wir mal gucken. Achso, du bist das. Oh, wow. Boah, Kermit. Das ist Dedication. So. Je früher wir rausfinden, was hier losgeht, umso früher kommen wir hier wieder raus. Moment. Eine Sekunde. Was ist los? Wo ist die Silberhaarige? Yoko. Was ist mit ihr? Sie ist noch nicht hier. Was? Ich schaute mich noch einmal in der Essenshalle um. Ja, tatsächlich. Sie war nicht hier. Frag mich, wo sie hingegangen ist. Hat sie irgendwer gesehen? Alle schüttelten den Kopf. So. Das hat sie keiner gesehen. Warum ist Yoko noch nicht hier? Könnte es sein. Ihr müsst euch gegenseitig töten, wenn ihr. Ja, genau. Du musst jemanden töten, um von hier wegzukommen.
So ist es. Moment, es ist... Ich überdenke, glaube ich, einfach Sachen. Verdammt, Kyogo! Warum bist du so spät an einem ersten Tag? Es ist nicht, dass sie zu spät ist, aber sie hat keinem gesagt, dass sie zu spät sein wird. Ah. Gebe ich nicht wieder. Pünktlichkeit ist alles. Naja, dann erkläre ich die erste Sitzung der Hope Peak Briefing Meetings für eröffnet. Makoto. Also, zuallererst. Ja, ich würde sagen, wir hören uns erstmal an, was die anderen zu sagen haben. Okay. Weißt du, was denn? Fühlt sich an, als wäre ich wirklich deine persönliche Assistentin. Das finde ich auch. Ich mag zwar nicht die beste Assistentin in der Welt sein, aber ich gebe, was ich kann. Naja, du hast schon ziemlich viel getan als meine Assistentin. Ja, genau. So, ja, was würde ich... gucken wir doch erstmal, was sonst noch so ist. Die Uhr, da ist eine Kamera. Aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir uns erstmal mit Menschen unterhalten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal reihum, wa? Oder muss ich erst mit Sayaka... Ich kann nur mit Sayaka reden. Achso. Da du ja im Dunkeln tappst, was all das hierzu bedeutet, erzähle ich dir mal, was hier sonst so passiert ist. Also, alle anderen haben sich aufgemacht, um andere Gebiete des Gebäudes zu erkunden. So, Byakuya und Taka sind alleine weg. Byakuya. Ich wollte unbedingt ein paar Hinweise finden, wer dafür verantwortlich ist, die uns hier eingesperrt haben. Aber irgendwie, naja, habe ich keine Erfolge zu verzeichnen. Das ist alles von meiner Seite. Wie, das war's? Falls ich irgendwas aufgedeckt hätte, hätte ich natürlich mehr zu sagen, aber habe ich leider nicht. Also, habe ich nichts. Alles klar, verstanden. Also noch. So, dann hätten wir noch Taka. So, ich habe mich etwas in den Schlafräumen umgesehen. Ich habe die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Ein Raum für jede Person. Wow. Das habe ich herausgefunden, vor jedem Mann. Ja, jede Tür hat eine Namensplakette an sich. Also wurden die Räume bereits festgelegt. Genau, jeder Schlüssel war auch an einer Schlüsselkette, auf der der Name des Besitzers drauf stand. Acker. Ja, das sind alles so Weichbirnen eigentlich, ne? Das bestätigt natürlich, dass der Raum, in dem ich vorhin war, tatsächlich mein Raum ist. Ja, und Chihiro und ich haben rausgefunden, dass die Räume absolut schalldicht sind. Das heißt, der nächstgelegene Nachbar könnte sich die Lunge aus dem Leibe schreien und keiner würde irgendwas hören. Ah, und jeder Raum hat natürlich ein privates Badezimmer, das man auch abschließen kann. Ja, aber so wie es aussieht, gibt es nur Schlösser in den Badezimmern der Mädchen. Keiner kann hören, wenn im Nachbarraum jemand schreit. Danke, das wäre die bessere Übersetzung gewesen. Danke, Gürmit. Das ist on the fly übersetzt. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, tatsächlich. Oh ja, how convenient. Nun. Ja, geht auch bestimmt was. Ja, das habe ich schon vorgelesen. Ha? Aber wenn ich, als ich meine Badezimmertür gecheckt hat, war sie definitiv abgeschlossen. Das ist schon komisch. Ich muss das später nochmal angucken. So, also die haben ein paar Räume für uns bereit gemacht und ich würde sagen, die gehen davon aus, dass wir eine Weile hier bleiben.
Ja, besser sie zu haben als nicht. Zumindest müssen wir uns jetzt also keine Sorgen machen, dass wir irgendwie wie wilde Tiere wohnen müssen. Kann doch nicht alles sein, was du zu berichten hast. Das ist alles. So. Hatten wir ja schon. So, Leon, Hiro, Junko und Shihiro. All group together. So. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ich auch nur Puppen, wenn ich die Tür abschließen kann. So ist es. Und haben gar keinen Vorteil, außer dass sie gut aussehen. So. Ja, ich bin hoch und runter gelaufen in der Schule und habe mir alles angeguckt. Jedes einzelne Fenster. So, und wir haben auch geguckt, ob wir irgendeine dieser Metallplatten loswerden können. Was passiert war? Nix. Nicht eine Sache. Ja. Einer hat sich. Es hat sich keine wirklich gebogen. Also. Wir haben keine Hoffnung, irgendwie hier einen Ausgang zu finden. Die Schule ist wirklich komplett abgeschnitten. Das lutscht gewaltig. Das lutscht wirklich gewaltig. Lutsch, 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 lutsch. Was zur Hölle sollen wir nur machen? Hey, beruhig dich. So, weiter geht's. Auch. So, das gleiche gilt für Hina, Sakura und Mondo. Wir haben gedacht, dass wir vielleicht irgendeinen Weg finden, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Also haben wir alles abgesucht. Aber wir haben nichts gefunden, sorry. Ja, wir sind zurück in die Haupthalle. Dachten, wir könnten vielleicht irgendwas mit diesem großen Metallding tun. Aber selbst Sakura und ich konnten es nicht verbiegen oder was auch immer. Wir haben es mit Tischen und Stühlen verprügelt und nichts. War hart wie Metall. Wow. Naja, es ist Metall. Ja, also wenn wir hier rauskommen, dann geht's nicht da raus. Mann, ich fühle mich, als würde ich einfach nur heulen wollen, aber nein. Ich muss es überhalten. So, dann erzähle ich wohl, was als nächstes passiert ist. Das hat zwar nichts damit zu tun, mit der Außenwelt zu kommunizieren, aber es ist immer noch wichtig, es zu erwähnen. Sowohl in der Schule als auch in dem Schlafabteil gingen Treppen nach oben aus einem anderen Stockwerk. Aber davor waren Tore. Und wir konnten keinen Weg finden, sie zu öffnen. Also konnten wir das nicht nachprüfen. In anderen Worten, momentan konnten wir also nur das Erdgeschoss besuchen. Also gibt es wohl potenziell ein Obergeschoss. Wenn das der Fall ist, könnte es sein, dass dort oben ein Weg rausführt. So, das haben wir alles schon gelesen. Yagi und Taka, dann Leon, Hiro, Junko und Chihiro, Hina, Sakura und Mondo und dann fehlen noch Celeste, Toku und Hifumi. Wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir als Einheit gearbeitet haben. Im Prinzip haben wir nichts getan. Wir haben die ganze Zeit in der Sporthalle verbracht. Wir sind irgendwie nicht so die Typen, die irgendwie durch die Schule rennen. Wenn wir so Vorzeigedetektive. Was denkt ihr euch? Einfach nur rumzusitzen in der Turnhalle die ganze Zeit. Also es ist nicht so, dass mich irgendeiner mitnehmen wollte, also hey. Ja. Aber wenn du mit jemandem mitgehen wolltest, dann hättest du einfach was gesagt. Das lese ich nicht vor. Nun. Ach, Guys. Ruhigt euch jetzt mal. All dieser Stress. Anu?
So, das ist also, was alle zu sagen haben. Dann bin ich wohl die Einzige, die übrig ist. Ich habe mir also die Essenshalle angeguckt. Also, da ist ein Kühlschrank. Hinten in der Küche. Und es ist voll mit ganz viel Zeug. Ich würde sagen, wir müssen uns keine Sorgen machen um Essen, wie gesagt. Ja, aktuell. Aber mit all dem, es sind 50. Wie lange kann das, wie kann das Essen reichen? Ich denke, wir brauchen uns keine Sorgen machen. All das Essen wird automatisch nachgefüllt. Jeden Tag. Zumindest ist das das, was Monokuma sagte. Du hast ihn gesehen? Ja, er kam aus dem Nirgendwo, als ich den Kühlschrank angeguckt habe. Und dann war er wieder weg. Er war so schnell, ich glaube nicht, dass ich irgendwie sehen konnte, dass ihn jemand bewegt. Ein waffenartiges Spielzeug, das einfach von irgendwoher kommt. Ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen machen soll oder nicht. Aber alles war okay. Er hat nichts versucht, oder? Ja, lehn ihn nicht vor, aber das ist jetzt die Kermit-Reaktion der Sache. Bro. Not like there's a good kind of a drunk dude. Leute, beruhigt euch mal. Oh. Ja, irgendwie verschwendet ihr ganz viel Zeit, euch gegenseitig anzuschreien, aber macht ruhig weiter. Achso. Jetzt schon so. Ihr wirklich, ihr könntet euch das leisten, das zu machen? Hat keiner von euch denn die Realität dieser Situation bereits akzeptiert? Jürgen, wo zur Hölle warst du? Das Meeting startete schon ohne dich. Sagte kein Wort. Stattdessen warf sie ein Blatt Papier auf den Tisch. Hä? Was ist das? Das scheint wohl die Karte der Hooper Akademie zu sein. Gut. Gut. Ja, gut. Eine Karte? Hast du die gefunden? Ist egal, wo ich die gefunden habe. Doch, das ist interessant. Ja, mal davon ab. Was bedeutet das? Schaut sie euch an. Naja, das Gebäude, in dem wir aktuell sind, ist präzise genauso angelegt wie die Hope Academy. So, das bedeutet, was du sagst, dass hier wirklich die Hope Peak Academy? Naja, zumindest in Belangen der Konstruktion ja. Aber es sieht so aus, als hätte es eine zahlreiche, sehr eigenmächtige Renovierungen durchlitten. Ich weiß noch nicht alle Details. Alles, was ich gefunden habe, sind Details zum Erdgeschoss. Aber wenn das wirklich die Hope's Peak ist, dann sind wir gar nicht gekidnappt worden und irgendwie zu einem anderen Ort verschleppt worden. Das ist Quatsch, das ist noch nicht mal möglich. Das ist, wo das Lands Zukunftselite oder so herkommt und lernt. Er ist und lernt. Aber wenn das wirklich die Hope Peak ist, wo sind denn all die anderen? Ach Leute, könnten wir jetzt alle mal aufhören, über diesen Nonsens zu reden? Ihr wisst schon, dieses negative Zeug. Aber machst du dir keine Sorgen? Sieht alles nicht so gut aus. Ich? Mir Sorgen machen? Worüber? Ich meine, das war doch alles geplant. Und die Leute, die jetzt hier in der Leitung der Hope's Peak sind, die haben das hier alles zusammengebastelt, richtig? Wenn ich mich jedes Mal so stressen würde, wenn sowas passiert, mein Gott, da hätte ich nur noch Ektoplasma aus meinem Mund schießen.
Die Spitze der Hoffnung. Hope's Peak. Ja, Hope's Peak übersetze ich jetzt nicht. Das ist ein Name der Universität. Sehr komisch. Dann müsste ich ja alles hier wissen. Aber ja, oder ich würde sagen, Gipfel der Hoffnung. Klingt ganz gut. Ja, die guten Dinge passieren zu denen, die warten, ne? Also chill ich mal hier eine Runde ab. Wir haben 48 und Tamara ist nicht da. Ja, toll. Warum lachst du? Was ist so lustig? Ach, ich bin irgendwie ziemlich glücklich. Irgendwie war dieses Aufteilen und Untersuchen doch eine gute Idee. Hast du das nicht mitbekommen? Rumzugehen war eine totale Zeitverschwendung. Ja. Ja, seine Haare sehen durchaus so aus, als würde da 1,21 Gigawatt durchströmen. Moment, ist dir nicht kristallklar, was hier abgeht? Es ist ganz klar, dass wir hier eingesperrt wurden an irgendeiner unbekannten Location. Einem Weg nach draußen. Von uns hat er eine Antwort darauf. Aber wir wollten die Realität nicht akzeptieren. Auch wenn sie uns ins Gesicht starrte. Ich denke, du hättest das nicht sagen brauchen. Ich wollte eigentlich nicht drüber nachdenken. Kein Weg nach draußen, eingesperrt hier. Was sollen wir jetzt machen? Das ist doch ganz einfach. Wenn ihr raus wollt, dann müsst ihr nur einfach töten. Scherze nicht mal da. Könnt ihr euch alle bitte vielleicht eventuell beruhigen? Wenigstens ist die ultimative Spielerin einigermaßen clever. Ja, zumindest das, ne? Wir sollten aufhören und nochmal drüber nachdenken. Da muss doch irgendwas sein, was wir machen können. Naja, alles, was wir jetzt gerade machen können, ist adaptieren. Also unseren Leben. Ja, wir adaptieren unsere Leben und leben einfach hier. Jetzt dann. Wir leben, also wir sollen es einfach so akzeptieren. Ja. Wenn du nicht adaptieren kannst, dann kannst du auch nicht überleben. Überleben ist nicht auf Basis des Stärksten, sondern des Intelligentesten. Und es kommt halt eben auf zurück, die adaptieren können. Als jemand, der sehr, sehr oft als Erste rauskam, als Erste endete, habe ich einen Vorschlag. Was soll das heißen? Wir alle verstehen, dass wir hier gefangen sind. Was bedeutet, dass wir die Nacht hier verbringen müssen. Also, ihr erinnert euch alle an die Regeln der Nachtruhe, richtig? Also, Nachtzeit ist von 10 bis 7 Uhr morgens. Einige Locations sind nicht zu begehen. Also, Ultimate. Woanders schlafen als in den Schlafräumen wird als Schlafen in der Klasse gehandhabt und entsprechend bestraft. Also, wenn wir uns jetzt diese Nighttime angucken, diese Nachtruhe angucken. Ich würde sagen, wir sollten eine eigene Regel hinzufügen. Was soll bedeuten? In der Nachtruhe rausgehen sollte für uns alle verboten sein. Die Schulregulierung sagt uns lediglich, sagt uns nicht, dass wir nicht rausgehen dürfen. Aber ich würde es gerne offiziell machen. Aber warum? Naja, so wie die Sache jetzt liegt, ist jedes Mal, wenn die Nacht kommt, machen wir uns mehr Sorgen. Und wir machen uns Sorgen darüber, dass jemand vielleicht kommen wird und uns töten will. Und wenn wir uns darüber Sorgen machen müssen, Nacht für Nacht, wer weiß wie lang, wird es uns irgendwann innerlich zerfressen. Also du schlägst vor, dass wir unsere Aktivitäten limitieren. In der Nacht, also als Präventivmaßnahme. Ja.
Also hingänglich der anderen Regeln kann uns keiner dazu zwingen, sie zu befolgen. Also müssen wir selbstständig darüber müssen wir selbstständig zustimmen, ihr zu folgen. Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich denke, ich kann der Sache zustimmen. Es ist so, wie die kleine Gothic Lolita sagt. Ohne irgendwie das, es wäre Selbstzerstörung. Ja. Als Stimme aller Männer hier würde ich sagen, wir stimmen zu. Kannst du nicht einfach für uns sprechen? Ich würde sagen, jeder stimmt zu. Alles klar. Wenn ihr mich dann entschuldigen würdet. Warte, wo gehst du hin? Es ist fast Nachtzeit. Es ist fast Nachtruhe. Sag ich jetzt Nighttime im Sinne von Nachtzeit oder sage ich Nachtruhe? Ich sage Nachtzeit. Denn ihr habt einen besseren Vorschlag. Außerdem möchte ich noch duschen. Was soll es? Okigenyo? Dieses altjapanische, ich liebe es. Okigenyo? Beweglich mit purer Eleganz verließ Celeste die Essenshalle. Ihr Verhalten schien so natürlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwer aufhalten wollen würde. Naja, es ist doch eigentlich ziemlich offensichtlich, wo es von hier aus weitergeht. Wir werden wohl die Nacht hier verbringen, so wie es aussieht. Adaptieren, hm? Also, Herr Vorsitzender, was ist los? Was als nächstes? Eine Person ist ja schon weg. Ich würde sagen, wir beenden das heutige Meeting. Wie sie sagte, es ist fast Nachtzeit. Ich würde sagen, wir werden uns morgen früh noch einmal unterhalten. Wollen wir wirklich die Nacht hier verbringen? Haben wir denn eine Wahl? Ja, wir können nicht so lange weitermachen, ohne dass wir eine Mütze vor Schlaf haben. Ja, also müssen wir aufgeben. Richtig? Ich würde sagen, das ist gut genug für heute. Aber was machen wir denn dann morgen? Ja, ich würde sagen, die einzige Option ist, morgen sich noch einmal aufzuteilen und nochmal nachzusehen. Und anderen mitzuteilen, was wir so finden. Ja, okay, dann machen wir das wohl so. Dann sind wir für heute fertig. Gut, ich bin dann mal weg. Schweren Herzens schleppte sich jeder zu ihren privaten Räumen. Ja, Makoto, are you ready to call it a day? Ja, ich würde sagen, heute ist genug. Guck auf die Uhr, sehe 56. Wirklich der Ort, an dem wir bleiben müssen. Ach ja, genau. Ich sollte mir nochmal das Badezimmer angucken, bevor ich ins Bett gehe. Nur die Mädchenbadezimmer sollten eigentlich Schlösser an ihren Türen haben, richtig? Okay, also machen wir es mal auf. Rüttel, rüttel. Abgeschlossen. Oh. Buh, buh, buh. Ist nicht verschlossen. Holy crap. Ja, klar. Die Tendenz zur Überreaktion. Ja. Das ist so, als hättest du gerade einen Geist gesehen. Oder irgendwie so ein Roboter-Bärgeist vielleicht? Was machst du hier? Makoto Naegi. Das ist großartig, super duper schlecht. So schlecht, dass es fast magisch. So, ultramagisch. Ja, ultramagisch schlecht, schlecht, schlecht Angriff. Ja, in dieser Sache, ich muss zugeben, das Badezimmer in deinem Zimmer hat ein Problem mit dem Türrahmen. Oh, Moment, das bedeutet, der Grund, warum die Tür nicht aufgeht, ist nicht, weil es verschlossen ist, sondern weil die Tür nicht ganz passt? Hast du nicht die Notiz gesehen? Oder kannst du nicht lesen? Die Badezimmer der Jungs haben keine Schlösser. Ich meine, hallo, ein Schloss in einem Jungsbadezimmer. Das ist doch total witzlos, denkst du nicht? Hä?
Ja, es ist nicht, dass es nutzlos wäre, aber nun, ich bin kein Experte so mit diesem Bienchen- und Blümchen-Ding, ihr wisst schon. Naja, jedenfalls, dieser kleine Trick dieser Tür öffnet die, öffnet diese Tür. Ich werde ihn dir zeigen. Also, du drehst den Türknauf, hebst ihn ein bisschen hoch und dann ziehst du. So, jetzt probier's. Dreh den Türknauf, hebe die Tür ein Stück an und ziehe. Wow, als ich das getan habe, ging die Tür ohne Probleme auf. Was? Alle verbittert. Für die einen ist es Halloween, für die anderen ist es Reformationstag. Da gibt es eine große Mehrheit für die Slumbläsertag. Nun. Siehst du? Jetzt ist sie offen. Das ist nicht verrückt, oder? Deine Tür ist die einzige, die nicht passt. Ich würde sagen, du bist echt der ultimative Glücksstudent. Naja, wie es aussieht, bist du aber gar nicht so. Bist du aber gar nicht so. So lucky. Naja. Irgendwie fühle ich mich so, als müsste ich hier nicht mehr sein. Also, tschüss. Ey, Moment mal, warte. Fahrer. Monokuma. Es ist eine Schulankündigung. Es ist jetzt 10 Uhr nachts. Damit ist offiziell Nachtzeit. Bald werden sich die Türen zur Essenshalle schließen und und Zutritt ist zu jedem Punkt strikt verboten. Na dann wünsche ich euch süße Träume, gute Nacht, schlaft süß und lasst euch nicht von den Bettwanzen beißen. Nun, ja, sieht so aus, als wäre jetzt Nachtzeit. Und wir haben alle versprochen, dass wir nicht unsere Räume verlassen. Also, das, was wir jetzt tun können, ist wohl zu schlafen. Während ich noch irgendwie zu mir selbst murmle, ließ ich mich auf mein Bett fallen. Meine Augen schlossen sich fast sofort. Es ist nicht so, dass ich schon bereit war fürs Bett, aber einfach so unglaublich. Unglaublich fertig. Es war fast so, als hätte ich einen ganzen Tag damit verbracht, Definiere lang. Ja, die Pause wäre eh so lang gewesen. Oh, okay. Darf wohl noch etwas überziehen, auch wenn ich gerade auf. Holy fuck. Ja, der folgende Mittwoch verschiebt sich auf den Donnerstag, habe ich gehört gerade. Ja, ich wollte pünktlich Schluss machen, habe gerade darauf hingearbeitet, weißt du, so passiert's. Egal, ich habe euch ja auch einmal Anfang 15 Minuten geklaut, also hänge ich 15 Minuten dran. Muss ja eh heute Nacht wieder ran. Es ist so, als hätte ich einen ganzen Tag damit verbracht, irgendwie vor dem TV zu flezen und hätte Netflix geguckt. Aber irgendwie eine Art Illusion, wo ich irgendwie in eine fantastische Welt geworfen wurde. Hab Hunger, Mann, ey. Sag das, Tamara. Ja? Gerade mit DHL unterwegs ist. Deshalb dauert es halt länger. Ja, ich glaube, ich würde sagen, das fühlt sich richtig an. Ja, es gibt keinen einfachen Weg, diese Situation zu akzeptieren, aber. Ja. So, wahrscheinlich kommt jetzt genau der Speicherscreen, den ich erwartet hatte, ne? So schloss sich der Vorhang zum ersten Tag bei meiner auf der Hope Peaks Academy. Ja, kurz danach bin ich eingeschlafen. Ja. Wäre das Ganze zu viel verlangt, wenn ich aufwache, dass das alles ein schlechter Traum war? Naja, das wäre schon irgendwie ziemlich lame, aber wäre damit glücklich, aber wäre wohl das Beste. Das Monokuma-Theater. In jeder normalen Schule, Mr. Monokuma, wäre wohl ein Lehrer. Aber wenn ich darüber nachdenke, was so kommt, ja, bin ich voller Stolz und Freude.
Die Zeremonie vorhin, die Zeremonie am heutigen Tage, verlief absolut großartig. Vielen Dank an euch alle. Denkt bitte daran, dass ihr alle Studenten an der Hope Peak Academy seid und eure Ideale verbessern sollt. Ich schwöre euch, ich werde euch in einen neuen Morgen schicken. Ich verspreche auch Kermit, ich überziehe nicht zu lange. Bis Viertel nach. Dann machen wir kurz Pause. Dann kannst du ganz gemütlich Futter organisieren. Ja. Ja, ich denke halt schon, dass wir irgendwie immer so 10 Minütchen Pause zwischendrin machen, ne? Das ist halt, wie gesagt, der Plan heute ist nur ein Richtwert. Den könnt ihr übrigens mit Ausrufezeichen Schedule triggern, denn der ist heute ausnahmsweise mal ausgetauscht. Außerdem findet ihr ihn ja auch unten in den Panels. Neben dem Panel, das euch erklärt, dass wir heute Süßes von euch wollen, sonst gibt's Saures. So, und es ist morgen. Guten Morgen, ihr alle. Es ist 7 Uhr morgens. Die Nachtzeit ist nun offiziell um. Ja. Zeit aufzustehen. Ja. Not a beautiful day. So. Dann weiß es morgen. Ja. Aber dadurch, dass wir keine Fenster haben, weiß man es nicht wirklich so genau. Was machen wir jetzt? Vielleicht sollte ich Sayaka suchen, dass wir überlegen können, was wir von hier an machen. Ich wüsste da was. Aber nun, der ist meine Assistentin. Na, dann ist es ja entschieden. Ich würde sagen, ich gehe zu ihrem Zimmer. Ja. Einer neu gefundenen, Nun. Naja, in dem Panel steht drin, dass wir euch aufessen werden, wenn wir nichts Süßes kriegen. Und Kermit hat Hunger, wie du gerade lesen durftest. So, ich guck mir nochmal die Karte an. Wir wollen ja eigentlich zu Maisono, aber wir gucken uns jetzt trotzdem mal ein bisschen um, wa? Einmal hier so eine Runde rum. Was sind hier tatsächlich alle? Der Müllraum, würde ich sagen. Wollen wir uns jetzt eigentlich hier einfach so umsehen? Was? Das ist ein Atrium, oder? Oh, ein Atrium. Atriumchlorid? Ich guck mal rein. Kann ich da schon rein? Ja, das ist ein sehr interessanter Raum. Gut, dass wir reingeguckt haben. Ich glaube, als Naegi dürfen wir nur da rein, wo wir aussehen wie ein Männlein. Also das ist da wahrscheinlich. Huch! Kermit, warum? Moment. Dann können wir uns doch wenigstens Süßigkeiten kaufen. Dann kann ich Tamara gleich losschicken. Da muss ich jetzt ja gleich losgehen und Süßigkeiten kaufen. Vielen Dank, Kermit. Kermit. Folge diesem großartigen Beispiel. Ja, wir wollen Süßes. Sonst gibt es Saures. So. Ja, kann man hier ja super machen, außer dass wir uns wahrscheinlich im Spiegel beachten können. Ah ne, ist ein Fischtank. Wow. Hui. Cool. Ist ja gelohnt, dass wir hier reingekommen sind. Also Männerklo findet sich... Ah ja, okay. Bisschen Anstand hat er noch, der Naegi. So, hier kommen wir ja, glaube ich, nicht rein, oder? Oh doch. Gucken uns mal so ein bisschen um, ne? Wir sehen ja, wir kriegen Zeug. Wow. Ein Monitor. Was denn hier so? Hier liegen Magazine rum. Wahrscheinlich, um Zeit totzuschlagen, während man auf die Wäsche wartet. Blöde Frage. Ich habe es nur halb mitbekommen. Wie genau läuft es eigentlich nun bei Danganronpa ab? Naja, wir sind immer noch dabei, dass es,
sind 15 Schüler und noch sind 15 Schüler übrig, Stefan. Und ich glaube nicht, dass sie akzeptieren, dass sie auf ewig in dieser Schule gefangen sind. Also werden sie anscheinend die Regel befolgen, wie sie da rauskommen können. Und zwar, indem sie andere Mitschüler töten. Nun. Ja. Haben wir sonst hier noch was? Oh. Wir wissen doch alle, wem der gehört. Ich guck mal nochmal den Fernseher an. Also wir kriegen anscheinend schon... Ah ja, Froschlein erklärt es. So, und wir sind halt an dieser Position, wo noch alle leben. Ja, aber ich kann ja schon mal vorwegnehmen, das wird nicht so bleiben. Wir könnten jetzt natürlich noch hier mit dem Bub sprechen, ne? Das, was ich aber gerade nicht will, sondern... Ich will mir erstmal die Sachen angucken, weil wie ihr seht, wir kriegen Zeug dafür. Ich weiß noch nicht, was wir mit diesen Münzen anfangen können, aber... Oh, muss ich jetzt echt alle angucken? Mach ich mal eben noch. Mein Gott, das ist eine Waschmaschine. Weil anscheinend ist es wichtig, dass man sich alles anguckt. Auch wenn er jetzt hier... Aha, sag ich doch. Wir haben uns zwar nur das gleiche angeguckt, aber wir kriegen solche Münzen. Und das ist anscheinend wichtig. Aha. Damit weißt du zufällig, wofür diese Münzen sind? Das ist doch bestimmt gespielt. Finde ich doch. So, damit habe ich dann, glaube ich, alles. Beziehungsweise ich sollte mit ihm... Quatsch mal mit ihm. Ne, will ich mit ihm quatschen? Ne, will ich nicht. Ein Herz für Kinder. So sieht's aus. Gehe ich jetzt noch zu Maisono oder Call it a day? Ich würde sagen, ich gehe noch zu Maisono. Oh. Foto. Mondo. Da. Hiro. Bin wahrscheinlich galant dran vorbeigelaufen, wa? Celeste. Funko. Hätte natürlich auf der Karte gucken können, ne? Aber. Ne? Also hier Sayaka. Bilder und sowas, was? Ich hab das nicht gespielt, aber man kann, glaube ich. Wir gucken mal. Ey, das ist doch jetzt eine gute Idee. Das ging so. Ich mach mal kurz System. Safe. Würde ich sagen, ich fange mal hier an. Okay, kann ich hier Review Evidence Presence? Ob man das damit kriegt oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich aber bestimmt rausfinden bis dahin. Das ist die Report Card von allen Leuten. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht. Oh, da oben stehen diese fünf. Ich würde sagen, verrat mal noch nichts, Tamara. Ich, gut, das ist dann für mich jetzt der Zeitpunkt, Schluss zu machen. Denn ich habe jetzt anscheinend gerade den Cue gekriegt dafür. Das heißt, ich mache mal den hier. Jetzt hört ihr sie noch ein einziges Mal, zumindest für jetzt. So, Freunde. Das war's von mir erstmals. Gleich im Anschluss, das sollte ich vielleicht vorbereiten, gibt es dann... Tamara, die spielt für euch Alice Madness Returns. Vermutlich handhaben wir das so, dass wir das nur heute in irgendeiner Form spielen. Aber es gibt anscheinend auch einige, die möchten ihre Spiele zu Ende spielen. Und ja, ich kann mich ja nochmal so ein klein wenig zeigen. Guck mal hier. Ich habe mich extra in Schale geworfen. So, heute Abend dann wieder Kimono. So, müssen wir mal schauen. Denn ich weiß ganz genau, der Kermit will sein Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Dann, ich will auf jeden Fall mein Spiel weiterspielen, deshalb haben wir es angefangen. Und naja, gut. Ich schicke euch jetzt in die Pause und in etwa 10, 15 Minuten geht es dann weiter mit Tamara. Ihr spielt dann Alice Madness Returns. Wir sehen uns heute Nacht wieder. Es war schön, dass ihr da wart. Bis dahin, euer Chris. Tschüssi.